So, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zur 45. Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Datenschutz begrüßen. Für den Senat begrüße ich wie immer sehr herzlich Frau Staatssekretärin und CDU Clement. Und ich darf sehr herzlich begrüßen die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Frau Kamp. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ich darf Ihnen wie üblich einige Hinweise vorab mitgeben. Die Sitzung dieses Ausschusses wird live auf der Seite des Abgeordnetenhauses übertragen und wird später dann über die Mediathek auch abrufbar sein. Diese Ausschusssitzung ist öffentlich und ich stelle fest, dass die Presse nach § 4 Absatz 3 und Absatz 2 Satz 2 der Hausordnung der Präsidentin vom 17. März 2023 Bild- und Tonaufnahmen anfertigen darf. Ihnen, verehrte Kollegen, liegt die Einladung mit Tagesordnung und die Mitteilung zur Einladung vom 27. November 2024 vor. Mit der Mitteilung zur Einladung wird die Tagesordnung erweitert werden, so Sie dem zustimmen, um den Tagesordnungspunkt 3a, das ist ein Besprechungspunkt nach § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung dieses Hauses mit dem Betreff Konsolidierung des Haushalts im Bereich der Digitalisierung im Land Berlin auf Antrag der Fraktionen von CDU und SPD. Wenn Sie dem folgen wollen würden, dann würden die bisherigen Tagesordnungspunkte 3a und 3b zu den Punkten 3a und 3b zu den neuen Punkten 3b und 3c. Gibt es weitere Änderungswünsche? Dann würden wir der guten Form halber über die Änderung abstimmen lassen. Oder ich stelle fest, dass es keine Widerrede gibt, dann brauchen wir nicht abstimmen, dann ist die Tagesordnung so geändert. Vielen Dank dafür und wir können direkt in die Behandlung der Tagesordnung eintreten, beginnen mit dem Punkt 1, das ist die aktuelle Viertelstunde. Im Vorfeld der Sitzung wurden keine schriftlichen Anfragen eingereicht, insofern darf ich fragen, ob es Fragen aus spontanem Anlass gibt. Das kann ich nicht erkennen. Dann findet dieser Tagesordnungspunkt damit seinen Abschluss und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, das ist der Bericht aus der Senatskanzlei. Frau Staatssekretärin Clement, ich gehe davon aus, Sie möchten berichten und dann haben Sie das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, werte Abgeordnete. Ich würde wieder beginnen bei der letzten DIDAT-Sitzung. Sie werden gleich bemerken, dass ich krankheitsbedingt oder gesundheitsbedingt, worum muss es vielleicht richtigerweise heißen, nicht ganz so viele Termine wahrgenommen habe wie sonst. Zwei Tage nach dem letzten DIDAT war hier im Haus Unterausschuss Bezirke, Personal und so weiter mit einer ganzen Latte an Themen aus meinem Bereich. Zum einen war da das Thema die ITB-PLA auf der Tagesordnung gestanden, aber auch der landesweite Verzeichnisdienst MILAW. Wir haben uns relativ ausgiebig mit dem weiteren Fortgang des Fachverfahrens ALRIS auseinandergesetzt, sage ich gleich noch was dazu, und hatten den gesamten Themenkomplex ITDZ mit, glaube ich, insgesamt 15 Tagesordnungspunkten und Anträgen, die zum Teil schon 3 Jahre alt waren oder sogar, glaube ich, noch älter mit auf der Tagesordnung, haben uns also mit dem ITDZ befasst und Frau Dr. Borelli war auch mit dabei. Am Tag danach, am Donnerstag, haben wir dann unter meiner Leitung eine sogenannte Taskforce zum Thema ALRIS gegründet. ALRIS ist ja ein Fachverfahren, das in allen Bezirken zum Einsatz kommt, für das es aber keine richtige Fachverfahrensverantwortung aktuell gibt, keine geklärte im Land Berlin, was jetzt zunehmend insofern an seine Grenzen stößt, als eben das ALRIS auf eine neue Version geupdatet werden muss. Und das Ganze relativ umfangreich ist, sowohl was den Arbeitsaufwand als auch was den finanziellen Aufwand angeht. Insofern, da sind wir auf einem guten Weg, aber gibt sicherlich auch noch sehr viel zu klären. Dann war am vergangenen Montag wieder ein KI-Briefing für die Mitarbeiter der Berliner Verwaltung am GovTech-Campus und auch unter Leitung des GovTech-Campus. Wir haben da beim letzten Mal, als wir das angeboten haben, sehr, sehr viel Zuspruch erfahren. War ja auch der ausdrückliche Wunsch, das noch öfter anzubieten. Das geht derzeit aus Kapazitätsgründen leider am GovTech-Campus noch nicht. Weswegen wir diesmal das KI-Briefing aufgezeichnet haben und das hinterher jetzt eben online zur Verfügung stellen, dass es eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Interesse haben, aber nicht teilnehmen konnten, sich hinterher entsprechend anschauen können. Wir sind ja außerdem für diesen Themenbereich mit der VAK in Abstimmung, weil die VAK natürlich auf Dauer diejenige ist, die die Mitarbeiterfortbildung im Thema KI entsprechend anbieten können soll. Dann war ebenfalls am vergangenen Montag der Lenkungskreis Bürgerdienste. Ging es insbesondere schwerpunktmäßig um die Vorbereitung der Bundestagswahl im Februar, aber auch natürlich um das Programm Digitalisierung Bürgerdienste. Haben uns nochmal mit der Verwaltungsvorschrift Monitoring auseinandergesetzt, für alle, die mit dieser vertraut sind. Und
diverse andere Themen. Am Dienstag war ich dann beim IHK-Ausschuss Funktionierende Stadt, ging es schwerpunktmäßig insbesondere natürlich ums Thema Verwaltungsreform, aber auch um die Themen Digitalisierung und Vergabe. Am Donnerstag war ich bei der HWR, bei der Arbeitstagung Verwaltungsforschung und Verwaltungsinnovation und habe da gesprochen. Da ging es ausschließlich an dieser Stelle, zumindest als ich da war, ums Thema Verwaltungsreform. Und ebenfalls am Donnerstag hatten wir wieder eine Entscheidungsinstanz zur digitalen Akte mit mehreren großen Themen. Entschuldigung, ging mal wieder ums Thema Scannen und ein Übergangskonzept bis zu einer dann irgendwann langfristig vermutlich verfügbaren Lösung und diverse andere Themen, Anbindung, Fachverfahren natürlich auch mal wieder Thema. Dann kurzer Ausblick in die jetzt aktuelle Woche, morgen tagt das Digitalkabinett, da werden wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema KI auseinandersetzen. Mittwoch findet ja hier die Hauptausschusssitzung statt zu den PMA-Auflösungen im Jahr 2025. Am Mittwochvormittag, parallel auch zum Hauptausschuss, wird die FITCO hat die nächste Verwaltungsratstagung, wo es insbesondere auch um die Reorganisation der FITCO gehen wird. Auch am Mittwoch ist der nächste Steuerungskreis zu den Zielvereinbarungen, bei der wir versuchen wollen, diverse Zielvereinbarungen zur Unterschrift zu empfehlen. Und dann ist Donnerstag hier Plenum. Außerdem werde ich beim VBKI sein, auch zum Thema Verwaltungsreform. Für kommenden Freitag ist die nächste politische Spitzenrunde zur Verwaltungsreform geplant. Und dann noch kurzer Ausblick in die nächste Woche. Da werfen die Schatten voraus, dass das Jahresende naht und diverse Gremiensitzungen noch stattfinden. Verwaltungsratssitzung, ETDZ, CityLab-Tag, GovTech, Campus-Tag, Digitalisierung, Bürgerdienste-Tag. Und so weiter. Ansonsten hat sich in Sachen Verwaltungsreform in den letzten zwei Wochen sehr viel getan. Wir sind, haben die ganzen Rückmeldungen aus der Vorabbeteiligung entsprechend analysiert und zum großen Teil auch eingearbeitet ins Gesetz und haben am vergangenen Dienstag die Mitzeichnung gestartet und haben weiterhin das erklärte Ziel, noch im Dezember in den Senat zu gehen. So viel vielleicht einleitend von mir. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Gibt es hierzu Nachfragen? Herr Kollege Schatz, bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch, Frau Staatssekretärin. So wenig Termine waren es jetzt gar nicht, fand ich. Aber ich habe mich eigentlich jetzt gemeldet, weil ich in diesem Raum offensichtlich der Einzige bin, der nicht weiß, was die Abkürzung MILAW bedeutet und würde da um Aufklärung bitten. Vielleicht können wir die schöne Abkürzung, ja, die es ja viele gibt in der Berliner Verwaltung, tatsächlich aufklären. Bitte schön. Das Migrationsprogramm zum landesweiten Verzeichnisdienst. Gut, dann haben wir das im Protokoll festgehalten. Geht es Ihnen auch so, dass wir heute einen ziemlichen Hall hier in diesem Ton haben? Nee, das ist schon die ganze Zeit. Vielleicht könnte die Technik mal schauen. Ich glaube, jetzt ist es besser. Vielen Dank dafür. Weitere Nachfragen kann ich nicht erkennen. Dann können wir, bevor wir den Bericht aus der Senatskanzlei abschließen, fragen, ob die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit etwas zu berichten hat. Frau Kamp signalisiert, dass dem so ist. Dann haben Sie das Wort, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde ganz gerne kurz darüber berichten, dass in der letzten Woche die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten und Transparenzbeauftragten in Deutschland stattgefunden hat. Unter dem Vorsitz der sächsischen Kollegin haben wir in Leipzig getagt. Dabei ist unter anderem eine Entschließung zur Forderung eines Transparenzgesetzes für Niedersachsen herausgekommen. In dieser Entschließung werden aber auch Eckpunkte einmal formuliert, was die Informationsfreiheitsbeauftragten als erforderlich ansehen, wenn man ein modernes Transparenzgesetz entwickeln möchte. Insofern ist das vielleicht auch für Berlin von Interesse. Darüber hinaus würde ich gerne einmal ganz kurz den Blick nach Hamburg werfen. Dort wurde ein Gesetz für die digitale Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg entworfen, was, glaube ich, im Dezember jetzt auch abschließend beraten wird in der Bürgerschaft. Und das ist ganz interessant, weil dieses Gesetz enthält eine Vorschrift, eine Datenverarbeitungsvorschrift für die Erhebung personenbezogener Daten zum Training von KI-Systemen. Und insofern ist das sicherlich auch ein ganz gutes Vorbild, was vielleicht auch für Berlin interessant sein könnte. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kamp. Gibt es dazu Nachfragen?
Das ist nicht der Fall. Dann herzlichen Dank und wir können den Punkt 2 der Tagesordnung abschließen und kommen damit direkt zum Punkt 3 der Tagesordnung. Und zwar gliedert sich dieser Tagesordnungspunkt in 3 Unterpunkte. Es sind 2 Besprechungen angemeldet, einmal von den Koalitionsfraktionen mit dem Betreff Konsolidierung des Haushalts im Bereich der Digitalisierung im Land Berlin. Dann unter Tagesordnungspunkt 3b, auch das ein Besprechungspunkt, wie lange muss Berlin noch offline bleiben? Massive Einsparungen bei der Digitalisierung Berlin. Gedankenstrich, was bleibt von der Chefsache Digitalisierung übrig? Und unter Tagesordnungspunkt 3c liegt uns ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19903 vor mit dem Betreff Berliner Digitalisierung stärken, Gedankenstrich Projektmittel für die CDO. Ich darf die einreichenden Fraktionen fragen, ob die Begründung der Besprechungspunkte und des Antrages gewünscht ist. Das ist der Fall, dann hat zunächst für die Koalition die Kollegin Brauner das Wort, bitte. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Zum Besprechungspunkt Konsolidierung des Haushalts im Bereich Digitalisierung im Land Berlin, den wir angemeldet haben, beziehungsweise die Koalition angemeldet hat. Wir haben 3 Milliarden Euro einzusparen und sparen fällt uns nicht leicht und wir tun das auch nicht zum Selbstzweck. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Monaten eingetrübt, die Zinsen sind gestiegen, was natürlich auch sich auf die finanziellen Rahmenbedingungen. Die Inflation haben wir da, den Ukraine-Krieg. Wir sind vom Zensus betroffen, dass wir weniger Einwohner haben, als da sind. Da haben wir viele Dinge, die dazu führen, dass wir 3 Milliarden einsparen müssen. Wir können auch nicht einfach Schulden auf den Kosten unserer Kinder und der nachfolgenden Generation machen. Dementsprechend fällt es uns selbstverständlich nicht leicht. Einsparungen schmerzen. Geld ausgeben ist deutlich angenehmer, als Geld einsparen zu müssen. Aber das ist alternativlos, dass wir Geld einsparen müssen. Dementsprechend war auch nicht zu erwarten, dass der Bereich der Digitalisierung davon ausgenommen werden kann, so sehr wir uns das hier in dem Ausschuss auch wünschen würden, dass es daran vorbeigehen könnte. Es ist geplant, dass in dem Bereich Einsparungen von 50 Millionen Euro getroffen werden müssen. Wir planen keine Einzelmaßnahmen zu streichen, jedoch einige werden gekürzt. Ja, aber es ist halt, also wenn man 3 Milliarden Euro einsparen muss, ist es nicht schmerzfrei möglich und auch nicht, also und es waren ja Aufwüchse gerade da. Unter Linken und Grünen sind ja deutliche Aufwüchse passiert, wo Geld ausgegeben wurde mit vollen Händen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den Haushalt wieder zurückführen. Im Bereich der Digitalisierung hatten wir beispielsweise im Jahr 2022 einen Ansatz von 267 Millionen Euro im Jahr 2022, im Jahr 2025 sind jetzt 273 Millionen Euro angedacht. Dementsprechend hält sich das die Waage. Natürlich kann es ja, das ist mit denen, man muss ja auch mal gucken, wie war es im Jahr 2022. Das ist für mich immer ein sehr wichtiger Aspekt zu gucken, gab es Aufwüchse, wie verhält sich das. Wir setzen Prioritäten, wir vernachlässigen wichtige Zukunftsthemen nicht. Auch die KI haben wir mit im Blick. Die Behördennummer 115 ist uns wichtig. Wir haben weitere Dinge umgesetzt. Digitaler Wohnberechtigungsschein, digitale Meldebescheinigung oder auch die digitale Um- und Anmeldung sind zu nennen. Die E-Akte ist auf dem Weg. Das ist auch manchmal ein wenig holperig, aber es geht voran. Es gibt deutliche Fortschritte. Da freuen wir uns sehr. Dementsprechend, wir sparen ein, wir geben aber immer noch viel Geld aus, um wichtige Zukunftsprojekte und Schwerpunkte unserer Koalition umzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brauner. Dann darf ich fragen, wer den Tagesordnungspunkt 3b begründen möchte. Herr Schatz, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, das fällt ja jetzt relativ leicht. Vor allen Dingen, wenn man mal einen Blick sozusagen auf das wirft, sozusagen, was Sie uns hier an Kürzungslisten vorgelegt haben. In der Tat, wir sehen Einsparungen von 50 Millionen Euro im Einzelplan 25, nicht zu vergessen, fast 30 Millionen Euro quer über die Einzelpläne im Bereich der Digitalisierung, macht summa summarum 80 Millionen Euro, die Berlin nicht in seine Zukunft investiert, nicht in eine funktionierende Stadt investiert, sondern die sozusagen einfach in ein schwarzes Loch geworfen werden. Wo die Schwerpunkte liegen bei dieser Kürzungsliste ist, ehrlich gesagt, wenn ich die Titel mir angucke, aus meiner Sicht nicht klar. Wir haben ein großes Sicherheitsproblem, was aufgemacht wird, wenn ich die Frage des Eindringungsschutzes ins Landesnetz mir angucke. Ist ja heute auch schon im Tagesspiegel diskutiert, aber letzte Woche
auch schon auf Netzpolitik. Da interessiert mich, wie Sie sicherstellen wollen, dass das Berliner Landesnetz sicher ist vor Cyberangriffen. Also wir haben es erlebt, auch wenn das Abgeordnetenhaus nicht Teil des Landesnetzes ist. Es gibt Cyberangriffe, das Abgeordnetenhaus selber war letzten Mittwoch erst Ziel eines solchen Angriffs. Der Livestream des Hauptausschusses war über, doch eine Stunde etwa irgendwie down, wie die gesamte Internetseite. Das trägt sicherlich auch nicht dazu bei, dass das Vertrauen der Menschen sozusagen genau in solche Verfahren steigt. Und wenn sie dann noch mitkriegen, wie gesagt, dass jetzt an der Stelle der Sicherheit des Landesnetzes auch noch gespart wird, dann wird das dieses Vertrauen sicherlich auch nicht steigern. Mich hat jetzt auch gewundert, und ich wollte da aber an der Stelle nicht nachfragen, dass Sie, Frau Staatssekretärin, auch noch mal gesagt haben, dass Sie letzte Woche auch noch mal über KI diskutiert haben in verschiedenen Runden, weil wenn ich mir die Streichliste angucke, dann verschwindet auch ein Teilansatz unter dem Aspekt aus dem Haushalt im nächsten Jahr. Und viele andere Punkte, über die wir jetzt im Einzelnen in der Tat noch mal reden wollen, weil die Frage stellt sich doch in der Tat, und ich sage es jetzt mal eigentlich ganz wertschätzend, ich hatte in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen, dass wir in der Tat mit viel Energie an der Digitalisierung der Berliner Verwaltung jetzt arbeiten. Das war in den letzten 10 Jahren nicht immer so, wenn ich es mal so sagen darf. Wenn ich jetzt allerdings sehe, dass 80 Millionen aus dem Haushalt verschwinden, dann macht mir das große Sorgen, weil ich glaube, das, was wir eigentlich an Aufgabe vor uns haben, um dem Anspruch einer funktionierenden Stadt gerecht zu werden, das werden wir mit dieser vorgelegten Kürzungsliste nicht. Und ich glaube, hier verspielen Sie ein Stück weit die Zukunft dieser Stadt. Vielen Dank, Herr Schatz. Dann zum Antrag, Herr Ziller. Bitte, Sie haben das Wort. Genau, vielen Dank. Der Antrag passt so halb zu den Besprechungspunkten, aber zumindest für einen Teil der Debatte, die jetzt aufgemacht wurde, sozusagen zeigt der Lösungswege und legt den Finger in die Wunde, und das ist die Finanzierung von Fachverfahren. Wir wissen ja, dass die zum Teil in den Einzelplänen liegen und dass da sehr dezentral Mittel für veranschlagt werden, und wie berichtet, ein Teil der Kürzung ist ja, dass dann in der Sozialverwaltung gedacht wird, Mensch, der wohnungslose Person auf der Straße ist mir doch näher als irgendein theoretisches IT-Verfahren in einem Jahr. Und wir immer wieder in die Zwickmühle kommen, dass die notwendigen Mittel für die Weiterentwicklung, ob das Updates, ob das IT-Sicherheit angeht, Anbindung an die E-Akte, könnte man ganz viel auflegen, Anbindung oder sozusagen Einsortierung in die IKT-Architektur, damit es fit für den Berlin-PC wird, dass das immer wieder auf der Strecke bleibt in den letzten Jahren. Wir haben viel versucht in vielen Ausschüssen mit viel Reden und vielen Fragen, und ich würde sagen, sind bis heute nicht zu dem Ergebnis gekommen, dass das Ganze besser wird und die Fachverfahren, sowohl die Einführung als auch die Weiterentwicklung, ein vernünftiges, sage ich mal, Geschäftsmodell und vernünftige Geschäftsprozesse haben, die so auch dann zu einem Finanzierungsmodell passen. Deswegen sind wir überzeugt, dass die Koalition, aber die CDU sich da was überlegen muss und das auch so, dass es bis zum nächsten Doppelhaushalt aufgestellt ist. Ein Vorschlag dazu, der immer aus den Häusern kommt, den haben wir als besonderen Prüfauftrag dargelegt, ob man nicht die Mittel oder Teile der Mittel zentraler veranschlagen soll. Ich will dazu immer als Bild haben, so ähnlich wie ja bei Investitionen auch, wenn jedes Fachverfahren in der IT-Bestands- und Planungsübersicht hinterlegt ist mit den entsprechenden Bedarfen, auch regelmäßigen sozusagen Erhaltungskosten oder auch bei Neuaufnahmen eine neue Investition angemeldet werden müssen, auch in der E-Planung, dass die dann eine Finanzierung aus dem zentralen Topf zumindest für die Übergangsphase, bis das alles läuft, funktionieren könnte, damit wir nicht so viel Zeit verlieren, weil wir haben das oft, dann hat man im August die Feststellung, dass man irgendein Update braucht, und dann ist der nächste Doppelhaushalt halt erst übernächste Jahr und wir kommen nicht zurande und alles verzögert sich und wir fragen uns immer, warum in Berlin alles so lange dauert und manche andere Bundesländer es besser hinkriegen. Deswegen
für einen Teil der Probleme, über die wir jetzt reden, einen Vorschlag, das im nächsten Doppelhaushalt zu lösen. Da würde ich Sie ermutigen, den mit uns zu gehen. Und ansonsten bin ich jetzt gespannt auf die Debatte zu den Kürzungen, weil vielleicht das als letzter Satz. An vielen Stellen frage ich mich vor allem, was diese Kürzungen bedeuten, weil wenn wir ehrlich sind, an manchen Titeln, es ist ja gar keine Kürzung im eigentlichen Sinne, weil die Mittel ja noch nie verausgabt wurden, beziehungsweise auch zum Teil in den Titeln Luft ist. Die Frage ist, gibt es da Planungen, die hinterlegt sind, die jetzt verschoben werden? Gab es nie Planung? Vielleicht können Sie da jetzt einfach mal Klarheit schaffen, an was wird nun wirklich gespart? Und dazu sind dann die groben Übersichten doch zu ungenau. Vielen Dank, Herr Ziller. Dann darf ich fragen, ob zunächst eine einleitende Stellungnahme des Senats gewünscht ist. Das ist der Fall. Dann hat Frau Staatssekretärin und CDU Clement das Wort. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, es ist ein wenig überraschend. Hätte ich natürlich lieber nicht einsparen müssen, auch nicht im Einzelplan 25. Allerdings kommt es jetzt auch nicht wirklich überraschend, dass wir auch nicht ausgenommen werden können von den Einsparungen, weil wurde ja schon gesagt, die Lage ist ernst. Wir müssen nun mal viel einsparen. Und beim Blick in den Einzelplan 25 und in die vergangenen Jahre stellt man doch auch relativ schnell fest, dass hier leider das vom Parlament dankenswerterweise zur Verfügung gestellte Geld nicht in vollem Umfang verausgabt werden konnte. Das setzt sich ja leider weiterhin fort. Wir werden auch in diesem Jahr nicht den vollen Einzelplan 25 verausgaben können bis Ende des Jahres. Sodass meines Erachtens es auch auf der Hand lag, dass natürlich auch der Einzelplan 25 seinen Einsparbetrag erbringen musste, auch wenn ich, wie gesagt, natürlich lieber nicht hätte einsparen müssen. Im Einzelplan 25 waren wir bislang in der noch relativ luxuriösen Situation, dass wir relativ flexibel agieren konnten, weil wir ja beispielsweise auch einen relativ großen Titel haben, pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT. Wir konnten in der Vergangenheit auch relativ großzügig und relativ flexibel auch andere Behörden unterstützen, wenn da Bedarf war oder bei irgendwelchen Projekten eventuell nicht genügend Gelder zur Verfügung standen. Insofern würde ich sagen, Kurzeinschätzung, es ist natürlich nicht schön, dass wir 15 Millionen einsparen müssen. Die Digitalisierung im Land Berlin oder der Verwaltung im Land Berlin wird jedenfalls daran nicht scheitern. Im nächsten Jahr wurde ja auch schon erwähnt, wir bleiben damit immer noch in etwa einer Größenordnung vom Doppelhaushalt sozusagen zuvor, 22 und 23. Da werden wir sicherlich auch, wie gesagt, die Maßnahmen entsprechend vorantreiben können. Mit Einverständnis des Vorsitzenden würde ich, wenn Interesse besteht, tatsächlich einmal kurz eine Präsentation zeigen wollen und auf die einzelnen Titel eingehen wollen, die von den Einsparungen betroffen sind. Sehr gerne. Ich weiß nicht, mit Einverständnis vorgehen würde ich mal einen. Frau Kollegin Breitenbach, wie immer, weil wir haben ja viele Zuschauer auf der ganzen Welt, nutzen Sie bitte das Mikrofon. Ja, das ist okay. Ich wollte wissen, ob Sie jetzt nur die Liste haben oder ob Sie noch weitere Folien haben, damit wir die denn kriegen können. Das ist jetzt nur diese eine Folie sozusagen. Wenn dann noch Bedarf besteht, kann ich natürlich gerne hinterher was zur Verfügung stellen. Okay, und dann würde ich mit Einverständnis des Vorsitzenden mal an meine Mitarbeiterin Frau Netzel übergeben, die zu den einzelnen Titeln und sozusagen insbesondere, was sich dahinter verbirgt, mal einleitend was sagen kann und dann Fragen natürlich jederzeit gern. Sehr gerne. Bitte schön, Frau Netzel, Sie haben das Wort. Dankeschön, Herr Vorsitzender und sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Der erste Titel, wie schon erwähnt, ein Anschluss an das Berliner Landesnetz mit einer starken Einsparung von 14 Millionen Euro. Beide Teilansätze sind hier mit verbindlicher Vorgabe betroffen. Einmal sozusagen der reine Betrieb und dann auch die ganzen Vorkehrungen für die NIS-2-Richtlinie. Hier haben wir immer auch die Mehrbedarfe für die einzelnen Behördenkapitel geplant. Die sind aber, wie wir festgestellt
gestellt haben, in den letzten Jahren gut ausgestattet, sodass wir diese nicht durch diesen Titel verstärken müssen. Deshalb ist diese Einsparung an der Stelle verkraftbar und die ganzen Investitionen im Zusammenhang mit der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie laufen über Strukturfonds, Infrastruktur und wachsende Stadt, also aus den sogenannten SIVA-Mitteln. Da sind noch Mittel da. Dementsprechend ist das Ganze hier auch zu verschmerzen und zu verkraften. Nächster Titel ist Dienstleistung für verfahrensunabhängige IKT. Da ist ein ganzes Sammelsurium an Maßnahmen drauf, zum Beispiel das Programmmanagement für die Standardisierung, sozusagen das One IT at Berlin-Thema. Wir haben Barrierefreiheit, die Umsetzung technischer Richtlinie, Notrufverordnung etc. drauf. Das wird vor allem in diesem Titel die 2 Millionen zulasten halt von der Umsetzung der Migration gehen, von der zentralen Finanzierung unseres Anteils. Der richtige Projektvertrag selber läuft ja auch aus dem Strukturfonds Infrastruktur und wachsende Stadt. Genau, dann haben wir die Basisdienste E-Government auch mit 3,1 Millionen in der Kürzung betroffen. Da ist unter anderem drauf, ne, E-Payment, Servicekonto etc. Hier ist keine einzelne Maßnahme gestrichen, sondern es sind halt, ne, ist eine generelle Kürzung des Titels, sodass man durch Umschichtungen etc. hier auch sozusagen die Maßnahmen weiter voranbringen kann. Der nächste Titel mit einer großen Summe, 7 Millionen, ist der IKT-Basisdienste Verwaltungszugänge. Hier vor allem die 115, ne, als sehr große Maßnahme also mit drin in diesem Titel. Hier gilt halt, wie gesagt, das Gleiche wie für die folgenden Titel: Dienstleistung E-Akte. Hier sind die Einsparungen 8 Millionen, ist im nächsten Jahr auch zu verkraften, da das Projekt ja etwas verzögert ist, wie Sie alle wissen, und dementsprechend die Planungen, die ja schon 2-3 Jahre alt sind, als wir sozusagen die Haushaltsanmeldung gemacht haben, sehen wir da auch keine Gefährdung der Umsetzung der digitalen Akte durch diese Einsparung. Auch Schulungsmaßnahmen etc. können finanziert werden. IKT-Basisdienste Infrastruktur wäre dann wieder der nächste Titel mit 3,2 Millionen an Einsparungen. Hier wäre der erwähnte Migration-Landesverzeichnisdienst unter anderem drauf, als auch zum Beispiel das Cloud-Kompetenzcenter, was beim ITDZ aufgebaut wird. Und halt auch der erwähnte KI-Titel. Wie gesagt, hier auch, es ist keine verbindliche Vorgabe, dass der Teilansatz für KI gestrichen ist, sondern sozusagen im Rahmen von Umschichtungen innerhalb der einzelnen Maßnahmen können ja auch noch Anteile für die KI, für KI-Themen sozusagen verwendet werden. Genau, dann der nächste Titel, Dienstleistung. 54.010 mit 400.000, da ist die Open-Data-Verordnung sozusagen drin. Hier ist auch, genau, ist der konkrete auch Teilansatz benannt. Da sind wir noch am Prüfen, was die Umsetzung konkret bedeutet. Da kann natürlich sein, dass einzelne Maßnahmen, die geplant sind, gegebenenfalls wegfallen bzw. mit geringerer Kraft vorangetrieben werden. Dann haben wir unseren großen Titel Pauschale Mehrausgaben für verfahrensunabhängige IKT. Wir haben ja bereits erwähnt, dass wir sozusagen an die Behördenkapitel selber nicht rangehen, dafür aber halt die Mehrbedarfe sozusagen hier einsparen. Und auch, ne, ein Teil der Wahrheit ist, dass auf dem Behördenkapitel Mittel stehen bleiben. Und für die Nichtauskömmlichen ist ja auch immer noch ein Anteil verfügbar, dass wir hier auch noch Sachen decken können. Genau, Haushaltsrest ist sozusagen die zentrale Sperre, wo wir dann überlegen, diesen geringen Anteil sozusagen dann auch auf die Behördenkapitel zu verteilen. Und der letzte sind die sonstigen Zuschüsse mit 50.200, sozusagen auch unser kleinster Titel, wo dann zum Beispiel das GovTech-Center drüber läuft über diesen Titel. Vielen Dank, soweit. Ich habe schon eine Reihe von Wortmeldungen. Mein Vorschlag wäre, dass wir sammeln und die Verwaltung uns ein Zeichen gibt, wann der Fragen genug sind und wir eine erste Antwortrunde machen wollen. Wir starten mit der Kollegin Amadi. Bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch für die ganzen Klärungen hier. Es ist schön, dass Sie uns erklären,
welche Kürzungen stattfinden. Und es ist natürlich klar, dass auch wir hier kürzen müssen. Aber wie der Kollege Schatz vorhin gesagt hat, eben zum Thema digitale Sicherheit und Cybersicherheit an sich, habe ich hier kein Wort von Ihnen gehört. Und es ist schön, dass ich auch gerade direkt vom Innenausschuss hierher komme und die Innenverwaltung sich für Cybersicherheit in diesem Land nicht zuständig fühlt und sagt, das ist haushälterisch bei Digitalisierung. Und auch hier würde ich mich fragen, beziehungsweise frage ich Sie, wir haben tägliche Angriffe auf kritische Infrastruktur in Berlin. Wir hängen mit NIS 2 mittlerweile einen Monat hinterher. EU hat bereits Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und über hybride Kriegsführung, tägliche Desinformation und mehr Angriffe muss ich Ihnen, glaube ich, hier auch nicht erzählen. Deshalb wäre es mir hier ganz wichtig, dass Sie einmal sagen, was machen wir jetzt mit Cybersicherheit in Berlin? Geben wir es komplett auf, weil wir uns das gar nicht mehr leisten können? Wir digitalisieren, ohne die Sicherheit zu gewährleisten. Was machen wir, wenn wir angegriffen werden? Woher kommt das Geld, wie wollen Sie es überhaupt hier in Berlin dafür sorgen, dass wir da sicher sind, auch digital sicher sind? Und mir ist auch aufgefallen, natürlich ist hier bei uns im Haushalt nicht drin, aber trotzdem eben bei der Senatskanzlei im Einzelplan 3 einige Kürzungen, die natürlich auch Sie betreffen. Also es ist, das ist, was wir Digitalisierung anhaben, was die Hauptstadtmarke und Kommunikation, Hauptstadtmarke und so weiter angeht, das liegt ja auch zwar im Einzelplan 3 und trotzdem hier bei uns in der Senatskanzlei, wenn Sie dazu noch was sagen würden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ahmadi. Dann Herr Kollege Wallender, bitte. Ja, vielen Dank. ich würde nochmal auf Frau Brauners eingehende Stellungnahme erwidern. Also es ist ja nicht so, dass, sage ich mal, diese Einsparung von 3 Milliarden, dass es einfach so vom Himmel gefallen ist und wir sozusagen das gar nicht hätten ahnen können und gar nicht wissen können. Und auch bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts war ja schon absehbar, sagen wir mal, dass die Prognosen doch sehr optimistisch gegriffen waren. Und dass sozusagen am Ende es darauf hinauslaufen müsste, dass man eben mit einem Nachtragshaushalt Streichungen nimmt. 3 Milliarden, das ist eine Menge. Die Kosten, die, wenn Sie sich das mal anschauen, die zum Beispiel alleine nur die Asylunterkunft in Tempelhof verursacht von bis zu 1 Milliarde, dann sehen Sie ja auch, wo das Geld teilweise hin ist. Und auch der Ukraine-Krieg ist nicht vom Himmel gefallen, beziehungsweise zwingt ja niemand Deutschland dazu, Milliarden in die Ukraine zu übersenden. Und auch die nebenbei noch ein Staat, der im Moment Hauptverdächtiger ist bei der Sprengung von Nord Stream 2. Ich will auch gar nicht darauf eingehen, auf die Energiekosten, die Bundespolitik und die damit die verkorkste Wirtschaftspolitik, die natürlich dazu jetzt auch geführt hat von Herrn Wirtschaftsminister Habeck, die natürlich auch dazu geführt hat, dass jetzt die Steuereinnahmen überall einbrechen und natürlich dementsprechend der Staat auf einmal sich auf seine Kernaufgaben zu reduzieren hat, weil eben das Steuergeld nicht mehr so fließt wie in den vergangenen Jahren. Insofern ist es auch richtig, dass Einsparungen vorgenommen werden. Die Frage ist natürlich, wo und in welcher Höhe. Und gerade bei dem Thema Digitalisierung, also wenn ich jetzt hier die Titelbezeichnung mir mal anschaue und die Einsparungen, die hier vorgeschlagen sind durch den Senat, dann sehe ich, dass das natürlich zum einen die E-Akte betrifft, das E-Government mit dem E-Payment, haben Sie gerade gesagt. Das sehe ich äußerst kritisch, weil es sich ja zum Beispiel gerade bei dem E-Government-Gesetz ja nun um hoheitliche Aufgaben handelt, die auf Grundlage eines Gesetzes eben zu erfüllen sind. Und das sind auch alles, sage ich mal, wenn Sie hier die 115 bringen, das sind Bürgerdienstleistungen, also die dem Bürger unmittelbar zugutekommen. Und da hätte ich doch eher andere Einsparungen erwartet, also Einsparpotenziale in Themenbereichen,
die wir in der Digitalisierung haben, wie zum Beispiel natürlich der Bereich Smart City, gemeinsam digital, oder aber auch das City Lab in Berlin. Denn das sind natürlich wiederum Bereiche, die nicht unbedingt Kernaufgaben des staatlichen Handelns darstellen. Und insofern wundert es mich jetzt schon, dass doch die Streichungen in den Bereich reingehen, wo man eigentlich sagt, doch, das ist Kernaufgabe des staatlichen Handelns. Nun haben Sie das im Wesentlichen damit erklärt oder begründet, naja, dass sowieso die Posten bisher zu hoch angesetzt waren und dass eigentlich immer Geld übrig geblieben ist und dass man jetzt diese Streichung deswegen unproblematisch vornehmen kann. Das werden wir dann im Ergebnis ja sehen, ob das wirklich so ist. Insofern, das ist so der Punkt, wo ich hier ein bisschen Kritik zu vorbringen muss bei dem, was wir jetzt hier sehen an Einsparungen im Bereich der Digitalisierung. Insofern meine Frage letztendlich, und dann noch, ach ja, dann wollte ich noch kurz Bezug nehmen, natürlich auch auf den Antrag der Bündnis 90 Die Grünen, da ist also zur Stärkung der Projektmittel für die CDO. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ja, welche konkreten sozusagen Mittel sollen, was soll das jetzt, die Stärkung der CDO, wo soll die jetzt sozusagen vonstatten gehen, soll das nur wieder neue sozusagen Personalkosten schaffen oder soll es dort um konkrete Projekte gehen? Aus meiner Sicht ist es höchst riskant, neue Personalstellen im Bereich der CDO noch oben anzusiedeln, weil wenn gar nicht klar ist, welche Aufgaben die eigentlich konkret erfüllen sollen. Deswegen sehen wir den Antrag durchaus kritisch. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Wallender. Dann hat der Kollege Ziller das Wort. Ja, vielen Dank. Und also die Ausgangssituation ist ja, dass die Koalition hier einen Haushalts- oder Nachtragshaushalt auf technisch abstrusen Wegen über Sperrung statt Titeländerung vorlegt, den wir irgendwie in knapp 2 Wochen beschließen sollen. Und ehrlicherweise, bevor ich darüber abstimmen will, beziehungsweise auch darüber nachdenken will, da irgendwie dem näher zu treten, würde ich gerne Klarheit haben, was diese Kürzungen bedeuten. Und ehrlicherweise, ich bin nach der Auflistung der Titel nicht schlau geworden, was das jetzt bedeutet. Sie haben zu jedem Titel ungefähr gesagt, es könnte das sein oder es könnte das sein. Oder vielleicht sozusagen die Titel sind ja auch alle deckungsfähig oder fast alle davon. Insofern haben Sie ja sozusagen großen Spielraum. Deswegen, was steckt hinter diesen Kürzungen? Welche Pläne werden zurückgestellt? Oder sagen Sie allen, Ihren Verwaltung macht so weiter wie bisher, wir kriegen das schon mit dem Geld hin? Auch das wäre ja eine Antwort, nichts wird gestrichen, nichts wird verschoben, alles geht einfach so weiter und am Ende wird es schon reichen aus Erfahrung. Was ist die Strategie ganz konkret? Ich mache mir wie meine Kollegin Sorgen, wenn bei Landesnetz in dem Titel explizit die Eindringungserkennung steht. Also dass man in dem Landesnetz-Titel kürzen kann, kann ich von den Ist-Zahlen sogar nachvollziehen. Aber wenn da steht, Sie gehen explizit in die IT-Sicherheit rein, gibt es ein Projekt, was die IT-Sicherheit betrifft, was nach Ihrem Plan mit dieser Änderung jetzt gekürzt werden soll? Diese Frage, glaube ich, liegt auf der Hand und da hätte ich gerne auch eine Antwort, bevor wir über diesen Haushalt abstimmen. Das zweite ist die 115. Dieser Titel mit der 115 ist bisher gut ausgeschöpft. Da ist gar nicht so viel Luft. Und der 115 ist der größte Posten, wenn man sich die Kürzungssumme da anguckt. Ist geplant, sozusagen in der 115 Beschäftigte rauszuschmeißen und sozusagen die Verfügbarkeit zu reduzieren, weil wir haben ja hier die Statistiken auch gesehen, wie oft da jemand rangeht, wie oft jemand erreicht wird, welche Fragen beantwortet werden und so. Ist geplant, das Angebot einzuschränken oder fahren wir weiter geradeaus, welche Vertragsbindung gibt es da, weil das macht ja das ITDZ, ich gehe davon aus, mit denen hat man Verträge, kommt man da raus, reduziert man die Verträge im Einvernehmen mit einem Landesunternehmen, ja alles möglich, aber was ist die Überlegung des Senats hinter dem, was Sie uns jetzt vorschlagen? Dann bin ich stutzig geworden, als Sie dieses Servicekonto explizit erwähnt haben und den Titel, wir wissen ja, das Servicekonto ist eigentlich alt und es braucht was Neues. Wir träumen uns ja alle, dass auch das Land Berlin sich an die Bund-ID anschließt und sozusagen die Berliner Serviceleistungen alle mit der Bund-ID irgendwann machbar sind. Ist das erstmal gestorben? Ist die Ablösung oder Weiterentwicklung da nur verschoben? Vielleicht können Sie uns da auch zu den konkreten Folgen der von Ihnen vorgeschlagenen Kürzung was sagen. Und dann in dem gleichen Sinne auch noch, weil es der Einzelplan 3 ja sozusagen so eine Schnittstelle ist, dass Sie beim CityLab kürzen, habe ich jetzt schon erfahren, verschiebt einige Projekte und lässt einzelne nicht
nicht sozusagen umsetzbar erscheinen. Würde ich sagen, ist sehr schade. Angesichts der Gesamtlage habe ich auch dem CityLab gesagt, okay, wird man damit leben müssen. Aber was mich stutzig macht, dass bei dem Teileinsatz gemeinsam digital 2,2 Millionen rausgenommen werden, bei der Digitalstrategie. Was steht dahinter? Sind das Mittel, die bisher eh nicht ausgegeben würden? Oder streicht man in der Strategie gemeinsam digital Sachen ein, die geplant waren, oder verschiebt die? Auch da würde ich mir wünschen, dass wir heute Klarheit schaffen, weil ich glaube, sonst kann man diese Zahlen sozusagen schwer bewerten, weil, wie gesagt, wenn man sowohl in die Ist-Liste guckt, in Sachen guckt, die schon durch die PMA reduziert waren, macht es einfach schwer, wenn man dann hört, ja, es könnte das sein und es könnte das sein. Ich glaube, wir haben hier Klarheit verdient. Vielen Dank, Herr Ziller. Dann ist der Nächste auf der Redeliste, Herr Dr. Kollatz, bitte. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Entschuldigung. Also um mal mit einem Satz anzufangen, der jetzt nicht viel eigentlich mit unserer Diskussion hier zu tun hat. Die Haushaltsstrukturfragen, die wir zu bewältigen haben, kann man auf jeden Fall nicht lösen dadurch, dass man sich schäbig gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen verhält. Das wird nicht möglich sein. Und insofern sind auch alle Versuche in dieser Richtung, hier sozusagen eine Debatte zu führen, sind erstmal falsch. In Berlin gibt es schon eine ganze Weile strukturelle Haushaltsprobleme, und insofern befinden wir uns jetzt auch in gewisser Art und Weise in einer schwierigen Phase. Was aber auch allen Beteiligten klar sein muss, es sollten jetzt nicht Schritte in der richtigen Richtung blockiert werden, sondern die richtige Richtung ist nun mal klar die, dass Berlin mal aufhört, so zu tun, als gäbe es keine Schuldenbremse und als fällt Manna vom Himmel. Das hat leider sozusagen die letzten 3 Jahre, ist das ein bisschen anders hier gesehen worden, und ich glaube, dass das einfach falsch ist. Und was richtig ist, dass natürlich, wenn man das früher erkannt hätte, dann wäre es auch besser gewesen, sachgerechtere Diskussionen zu führen, und dann hätte man nicht die Situation, dass jetzt über Mittelsperrungen etwas gemacht wird, was man besser in Haushaltsberatung macht. Das ist alles richtig. Aber das ist jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, und deswegen, das steht erstmal am Anfang. Berlin kann nicht so tun, als regnet es Manna vom Himmel. So, dann ist es so, worauf konzentriert sich jetzt die Koalition auch in Absprache mit dem Ressort. Also wir werden jetzt versuchen, und darüber haben wir auch geredet, dass dort, wo es technische Unmöglichkeiten gibt an der Liste, dass die möglichst korrigiert werden. Und das werden wir auch versuchen umzusetzen. Und dann ist es so, gibt es für die SPD noch zwei Wunschpunkte. Der erste ist, das steckt, glaube ich, auch ein bisschen hinter dem, was Carsten Schatz gesagt hat. Das ist auch richtig. Man muss gucken, dass die wichtigsten Projekte jetzt nicht irgendwie unsinnigerweise gestoppt werden. Und das, was am meisten öffentliche Beachtung findet, ist, na klar, das Thema E-Akte. Und deswegen ist es so, also unser Wunschpunkt ist, dass man zeitnah, das wird jetzt nicht gelingen bis zum 9.10.12., dass man zeitnah, auch, dass wir es auch hier im Ausschuss diskutieren, dass eine Übersicht erarbeitet wird, wie wirken sich denn jetzt die unterschiedlichen Kürzungen in den unterschiedlichen Einzelhaushalten aus. Und dass, wenn es sozusagen dort Probleme gibt, dass auf jeden Fall das Thema der E-Akte sinnvoll weiter fortgeführt wird. Und dafür, wenn es da noch irgendwelche Mängel gäbe, trauen wir uns auch zu, das dann im laufenden Vollzug im Jahr 2025 zu machen, weil ja, wie gesagt, das alles Mittel von Sperrungen sind. Da kann man dann auch, wenn es erforderlich ist, nochmal was dran ändern. Und das zweite Thema ist, das ist auch schon angesprochen worden, das Thema Sicherheit. Das war, glaube ich, jetzt in dem Fall von den Grünen angesprochen worden. Das ist auch ein Thema, was für uns hoch priorisiert ist, wo ich aber auch sozusagen die Staatssekretärin so verstanden habe, dass sie sagt, also da sieht sie jetzt keine Beeinträchtigungen oder dass es dort Behinderungen an Möglichkeiten gibt, dort auch ein durchaus ja schon hohes Sicherheitsniveau weiter zu verbessern. So, und ansonsten ist es so, dass die
wie gesagt, dieses Thema ist, es ist insgesamt, handelt es sich um einen überfälligen Schritt in die richtige Richtung. Und das kriegen andere Bundesländer hin, das muss auch Berlin hinbekommen. Und es ist eher sozusagen, der Fehler liegt, wenn man so will, in der Phase, in der gesagt worden ist, man kann, wenn die Fachressorts zu viel anmelden, kriegt man es nicht hin im Senatsentwurf, das auf eine vernünftige Dimensionierung zu machen. Das war in den Vorjahren auch möglich. Ich weiß, wovon ich dabei rede. Und die Summen, um die zu viel angemeldet worden ist, die waren auch früher schon so groß. Also deswegen ist es so, das heißt, also wir haben jetzt hier eine etwas merkwürdige Prozedur zu einem überfälligen Prozess. Und deswegen, der Schritt in die richtige Richtung muss jetzt stattfinden und kann nicht noch weiter verschoben werden. Danke. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt den Kollegen Schatz noch rannehmen und dann machen wir eine Antwortrunde. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also Ihre Erläuterung macht mich ein bisschen sprachlos, weil sozusagen auch als ehemaliger Haushälter, sage ich mal, also wenn Verwaltung irgendwie so argumentiert, würde ich mir als Haushälterin irgendwie ein dickes Kreuz machen für die nächsten Haushaltsberatungen. So. Und Sie wissen sozusagen, worum es geht. Das ist schon, finde ich, bemerkenswert. Und in der Tat, sage ich mal, wenn ich mir die Liste noch mal angucke und auf das, was Sie uns hier heute vorgestellt haben, da fallen mir ein paar Unterschiede auf. Nämlich zum Beispiel finde ich, dass die Koalition sehr konkret in dem Titel 5L64, also sozusagen die KI adressiert hat. Also zumindest taucht so in der Koalitionsliste auf, ich kann es ja nicht anders sagen. Wenn Sie jetzt sagen, wir können das da noch irgendwie verrieseln, naja, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit. Aber in der Tat, wenn ich die Systematik richtig verstanden habe, dann ist es ja wohl so, dass mit dem zu beschließenden Nachtragshaushalt jetzt qualifizierte Sperren angebracht werden, die faktisch nur mit der Zustimmung des Hauptausschusses aufgehoben werden können. Das heißt ja sozusagen, wann immer Sie irgendwie Überschreitungen in Aussicht nehmen, die dann logischerweise an anderer Stelle gedeckt sein müssen, weil sonst kommt ja das Volumen nicht zustande, brauchen Sie eine Zustimmung des Hauptausschusses und müssen das auch entsprechend argumentieren. Da bin ich sehr gespannt darauf, wie das dann am Ende funktioniert. Und in der Tat, da reden wir jetzt nicht über diesen Einzelplan, aber in anderen Einzelplänen heißt es ja faktisch, dass die Sicherheit, die man versuchte, jetzt mit einem Koalitions- und Senatsbeschluss in die Stadt zu senden, dass die faktisch nicht gegeben ist. Und das ist natürlich schade. Der Kollege Kollatz hat völlig recht. Das hätte man alles in der Haushaltsaufstellung machen müssen und dann sich auch ehrlich, also mutig ehrlich machen müssen gegenüber der Stadt, was geht und was am Ende nicht geht. Ich will noch mal deutlich sagen, weil es sind ja jetzt auch schon andere Titel noch mit angesprochen worden, die zum Beispiel in der Senatskanzlei da im Kapitel 0300 auch mit aufgeführt sind. In der Tat, auch der Zuschuss für CityLab wird ja um 500.000 abgesenkt, wenn ich das richtig gesehen habe. Mal abgesehen von den Sachen, die ähnlich wie in den anderen Fachressorts, auch in der Senatskanzlei, wo bestimmte Fachverfahren faktisch die Weiterentwicklung oder keine Ahnung was, auf Eis gelegt wird. Also und ansonsten würde ich jetzt in der Tat noch mal ein paar Fragen stellen wollen. Nämlich, was mich interessiert, wie ist denn dieser neu eingeführte Titel 599-99 zustande gekommen? Sind das Gelder, die Sie beim jetzigen Haushaltsvollzug faktisch schon gespart haben und die jetzt beiseite liegen, die man denn deshalb sozusagen für das Loch im nächsten Jahr verwenden kann? Oder sind das noch zusätzlich zu erbringende Mittel im nächsten Jahr? Also weil das sozusagen macht ja dann auch nochmal einen Unterschied, wie gesagt, ob das Geld jetzt schon einfach durch Nichtausgabe beiseite liegt und dann vielleicht ins nächste Jahr übertragen werden kann. Oder ob Sie, wie gesagt, im nächsten Jahr dann auch nochmal 3,2 Millionen Euro erbringen müssen. Den Fragen, die der Kollege Ziller gestellt hat, also um welche Basisdienste handelt sich das denn jetzt hier bei der 5.11.61? Weil die Liste ist ja groß. Und wissen Sie, also ich neige eher immer dazu zu sagen, dann lässt man mal eins wegfallen.
Aber überall was zu kürzen, finde ich ein bisschen schwierig. Also sag ich mal, meine Erfahrung ist, wenn ich überall 10% wegnehme, dann wird insgesamt das alles nicht gut. Ich würde dann prioritär lieber sagen, okay, dann gehen wir mal rüber und sagen, wir verzichten jetzt auf X. Ich sage nicht, worauf ich verzichten würde. weil ich bin nicht in der Verantwortung, das zu tun. Und in der Tat ist es, sag ich mal, bei den anderen Mitteln genauso. Sie haben etliche Teilansätze, also außer da, wo die Koalition selber einen Teilansatz in den Blick genommen hat, und das hat sie aus meiner Sicht bei 2, 3 Sachen getan, wird das für sie relativ schwierig. Und da interessiert mich dann, wie gesagt, ihre Schwerpunktsetzung. Und ich glaube, darüber sollten wir dann tatsächlich hier auch reden. Das hat der Kollege Kollatz auch völlig zu Recht gesagt. Also beim Titel 5.11.13 mit zwei Teilansätzen, also wo der Betrieb des Landesnetzes, also so ist zumindest der Koalitionsliste zu entnehmen, wo aus einem Ansatz von 28 Millionen 12 raus sollen, würde mich eigentlich interessieren, was sagt die Kollegin Borelli dazu? So, und zumindest habe ich in der Zeitung gelesen, dass sie sagt, das Rausnehmen von 2 Millionen aus einem Titel von 3,9 Millionen für die Sicherheit des Landesnetzes rauszunehmen, ist aus ihrer Sicht unverantwortlich. Ich teile das. Aber sozusagen, wie will man damit umgehen, und vor allen Dingen, wer soll es dann am Ende machen? Also, weil ich glaube, so eine Botschaft kann man nicht in die Welt senden. Die Kollegin Amadi hat das mal aufgezählt, in welcher Welt wir leben, sozusagen, welche Angriffe wir in den letzten Wochen und Monaten hier erlebt haben, nicht nur in Berlin. Dann finde ich, kann man den Leuten nicht die Botschaft aussenden, also gerade an dem Punkt der Cybersicherheit. Und hier geht es für viele um sensible Daten. Da sparen wir, und da ist uns egal, was da am Ende rauskommt. Ich glaube, das ist eine Partei, die immer so gerne von Sicherheit für die Bürger redet, ist das ein Signal, was sie sich, finde ich, nicht leisten kann. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Antwortrunde. Bitte schön, Frau Staatssekretärin Clement. Vielen herzlichen Dank. In der Diskussion wird ja schon klar, dass, was einleitend auch gesagt wurde, dass es immer schöner ist, wenn man nicht sparen muss. Aber müssen wir nun mal, entsprechend werden wir das sicherlich auch hinbekommen. Ich würde mal beginnen mit dem ganzen Komplex, weil er jetzt mehrfach angesprochen wurde von unterschiedlichen Abgeordneten, dem ganzen Themenkomplex IT-Sicherheit. Tatsächlich ist das Land Berlin beim Thema IT-Sicherheit ja zum Glück schon länger sehr gut aufgestellt. Wir haben jetzt bei unserem Titel zur IKT-Sicherheit auch nicht gekürzt. Wir hätten Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich mir alles aufgeschrieben hatte. Wir hätten uns vorstellen können, eventuell im nächsten Jahr eben noch ein bisschen mehr zu machen, was aber nicht heißt, dass wir bei der IT-Sicherheit schlecht dastehen, sozusagen, wenn wir das nicht entsprechend erbringen können. Dann zu der Frage von der Abgeordneten Ahmadi in Sachen NIS II. Die Finanzierung der Anschlüsse der Dienstgebäude ist im Einzelplan 25 natürlich entsprechend geplant. Und da ja definitiv aus der NIS II-Richtlinie auch Pflichten für uns erwachsen werden, die eben auch die Anschlüsse betreffen, haben wir die eben bei uns natürlich mit eingeplant in dem entsprechenden Titel. Und nur der Vollständigkeit halber der Hinweis, das Vertragsverletzungsverfahren wird ja gegen die Bundesregierung an dieser Stelle eingeleitet. Wie bitte? Wir setzen es schon um. Zur Frage von Herrn Schatz dazu, was Frau Borelli dazu sagt. Also alle Verträge, die wir in Sachen IT-Sicherheit mit dem ITDZ haben, sind natürlich entsprechend abgesichert. Dann würde ich gleich weitermachen, ganz hinten bei den Fragen von Herrn Schatz, ob wir die 3,2 Millionen, die müssen wir leider im nächsten Jahr erbringen. Also es bleibt nicht in diesem Jahr stehen und können wir ins nächste Jahr übertragen. Das ist diese PMA, die Frau Netzle einleitend gesagt hatte, die wir wahrscheinlich auf die Behördenkapitel entsprechend dann sozusagen verteilen müssten. Aber die von Ihnen aufgezeigte Lösung wäre mir natürlich wenig überraschend auch lieber, dass wir das noch in diesem Jahr erbringen. Dann wurde 2, 3 Mal CityLab angesprochen. Beim CityLab soll nächstes Jahr 500.000 eingespart werden. Auch da hätten wir natürlich lieber die 500.000 auch für CityLab zur Verfügung gestellt.
Zur vollen Wahrheit gehört aber auch, dass das City Lab damit im Jahr 2025 immer noch mehr hat, als es in 2024 hat. Also auch da sind die Mittel sicherlich auskömmlich. Die Wortmeldung, dass wir das City Lab streichen könnten, das könnte man sicherlich, das wollen wir aber schlicht und ergreifend nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Dann kamen zwei oder drei Fragen zum Themenbereich Smart City. Da ist ja, glaube ich, ein Titel, der ist jetzt nicht mehr auf der Folie, ein Titel betroffen, wo, glaube ich, 1 Million PMA-Auflösung vorgesehen ist. Das ist allerdings ein Titel, in dem auch im laufenden Jahr kaum Mittel abgeflossen sind, weil sich hier tatsächlich einfach inhaltlich die Schwerpunkte geändert haben, weswegen das an der Stelle meines Erachtens auch kein Problem fürs nächste Jahr darstellt. Dann hatte der Abgeordnete Ziller nach der Bund-ID gefragt. Die haben wir schon und die werden wir sicherlich natürlich auch beibehalten. Dann hatte Herr Kollatz digitale Akte angesprochen, beziehungsweise wurde mehrfach angesprochen. Da ist ja eine PMA-Auflösung von 8 Millionen vorgesehen, was natürlich nicht ganz trivial ist. Aber auch Frau Netzler hat es schon einleitend gesagt, die Planung, die oder die der Zeitraum, als diese Planung hier erstellt wurde, ist ja schon in etwa 3 Jahre her. Projekt hinkt ja leider signifikant hinterher, weswegen wir das Geld ohnehin im nächsten Jahr nicht komplett verausgabt hätten. Müssen natürlich jetzt trotzdem zusehen an der einen oder anderen Stelle, wie wir das sozusagen ein bisschen nachjustieren. Aber das Projekt Digitale Akte im Land Berlin ist sicherlich dadurch keineswegs gefährdet. Rollout geht auch wie geplant weiter, haben wir auch letzte Woche in der EI intensiv drüber gesprochen. Dann hatte Herr Schatz danach gefragt, bei dem Titel 5.11.64 und KI. Das ist an dieser Stelle keine verbindliche Auflage in der Einsparungsliste und wir werden sicherlich auch nicht das Thema KI streichen für das Jahr 2025. Das Gegenteil ist der Fall. Haben ja hier auch einige Projekte auf die Strecke gebracht, die wir sicherlich auch in Zukunft weiterverfolgen werden. So, dann muss ich jetzt schauen, CityLab hatte ich. Herr Wallender hatte noch vorgeschlagen, warum wir bei Smart City nicht komplett streichen. Da muss man an der Stelle allerdings ausdrücklich dazu sagen, dass wir hier auch nicht unerheblich Bundesmittel bekommen und auch bekommen haben und da nicht ich sag mal, volle Beinfreiheit haben zu entscheiden, was uns gefällt. Zum Thema City Lab hatte ich gerade schon gesagt, dass wir das entsprechend beibehalten wollen und auch sicherlich auch beibehalten werden und das auch noch relativ gut aufgestellt. Dann würde ich jetzt mal noch kurz zu dem Themenkomplex, den Herr Ziller einleitend angesprochen hatte bei der Begründung des Antrags, dass wir sozusagen uns vielleicht anders aufstellen müssen mit dem Haushalt, wenn wir mit der Digitalisierung zielgerichteter vorankommen wollen im Land Berlin. Diese Auffassung teile ich ausdrücklich. Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, ich glaube, wir hatten es ja schon mal zumindest einmal kurz angesprochen, dass man einen zentralen Digitalhaushalt im Land Berlin einrichtet. Damit könnte man sicherlich auf Dauer sehr viel besser mit der Digitalisierung im Land Berlin vorankommen. Man könnte standardisieren, man könnte priorisieren. Man könnte entsprechend umschichten oder flexibler umschichten, wenn Maßnahmen stocken oder anderswo schneller geht. Das ist allerdings natürlich leider was, was nicht von heute auf morgen geht. Ich persönlich würde mich dieses Projekt sehr gerne widmen. Mal schauen, ob dazu noch Zeit bleibt, weil in der Tat, wenn wir ein zentrales Digitalbudget im Land Berlin einführen würden, glaube ich, wäre das sehr hilfreich. Auch da bestätigt der Blick nach Hamburg, dass das tatsächlich bei der Digitalisierung einen wesentlichen Schritt nach vorne gebracht hat. So, dann habe ich, glaube ich, alles was ich mir notiert hatte, einmal angesprochen, sollte dem nicht so sein. Gern weitere Nachfragen. Und mit den weiteren Nachfragen, vielen Dank dafür, startet Herr Ziller, bitte. Ja, erste Nachfrage. Sie haben gesagt, alle Verträge mit dem ITDZ in Sachen IT-Sicherheit sind im Haushalt abgebildet. Ganz konkret, gibt es Verträge mit dem ITDZ, die nach den Kürzungen nicht mehr abgesichert sind, außerhalb von IT-Sicherheit? Das wäre sozusagen die eine Frage und die Folgefrage, falls es so ist, gibt es dann Bedarf, den Haushaltsplan des ITDZ irgendwie nochmal zu überarbeiten oder wie ist da die Diskussion oder versuchen Sie, dass das ITDZ nochmal Investitionen überschulden? Auch das wurde ja in der Vergangenheit diskutiert, dann absichert. Genau, das wäre die erste Frage. Und die zweite, also ich frage vor allem deswegen, weil ich nicht irgendwie dann nächstes Jahr in jedem Ausschuss hier hören will, das haben wir ja wegen der Kürzung alles verschoben. Also ich habe jetzt mitgenommen, wir haben 500.000 beim City Lab, die wehtun
und dass der Rest eigentlich Sachen sind. Wir verschieben zwei, drei Sachen bei IT-Sicherheit und im Landesnetz, aber ansonsten ist es alles Luft, die man aus dem Haushalt rausnimmt, weil man sie eh nicht gebraucht hätte. Habe ich das richtig verstanden? Oder können Sie konkret sagen, an welchen Stellen sozusagen die Kürzungen dann tatsächlich wehtun und Projekte verschoben werden? Das habe ich noch nicht verstanden, aber da hätte ich gern Klarheit. Vielen Dank. Gibt es weitere Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann Frau Clement, bitte. Vielen Dank für die Nachfragen. Die Verträge mit dem ITDZ sind natürlich auch ansonsten weiterhin gesichert und ausfinanziert. Ich hatte es nur die Einschränkung gemacht, weil sozusagen danach gefragt wurde. Und da wollte ich ausdrücklich klarstellen, dass eben die, weil ja nach der Meinung von Frau Dr. Borelli gefragt wurde, klarstellen, dass die, diese Verträge natürlich auch mit abgesichert sind. Thema muss das ITDZ umplanen. Da ist der Sachstand der, dass der Wirtschaftsplan ja jetzt schon entsprechend aufgestellt ist bzw. werden muss. Und wir in der nächsten Woche Verwaltungsratssitzung haben. Bis dahin werden wir ja voraussichtlich nicht abschließend einen Nachtragshaushalt hier im Haus verabschiedet haben, sodass wir den Wirtschaftsplan auf Basis des Ist-Zustandes sozusagen jetzt erstmal erstellen fürs nächste Jahr und dann halt entsprechend zum späteren Zeitpunkt weitersehen müssen. Aber wie gesagt, der Wirtschaftsplan ist ja noch in diesem Jahr definitiv aufzustellen und nur, weil Sie es etwas überspitzt formuliert hatten, wir nehmen jetzt hier Geld raus, das wir eh nicht gebraucht hätten. Das kann und möchte ich natürlich so nicht stehen lassen. Allerdings muss man natürlich schon sagen, der Einzelplan 25 ist natürlich speziell im Vergleich zu anderen Einzelplänen, muss man auch sagen, haben ja beispielsweise keinerlei Personalmittel oder Ähnliches im Einzelplan und einen fast ausschließlichen Projekthaushalt, was es natürlich schon etwas einfacher macht, sozusagen im Haushaltsvollzug dann auch entsprechend klarzukommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Nachfragen liegen mir nicht vor. Dann darf ich der guten Ordnung halber fragen, ob Frau Kamp als Berliner Beauftragte für Datenschutz etwas hinzufügen möchte. Bis dato liegen ja noch keine Änderungsvorschläge zum Einzelplan 21 vor. Insofern die Frage, Frau Kamp, möchten Sie etwas beitragen? Dann haben Sie das Wort, bitte. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass wir natürlich die Berichterstattung insbesondere im Tagesspiegel und die Aussagen von Frau Dr. Borelli auch mit großem Interesse gelesen haben und uns diesbezüglich auch noch mal näher informieren werden zum Thema IT-Sicherheit. Vielen Dank. Weiteren Diskussionsbedarf kann ich nicht erkennen. Dann würden wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 3c, das ist der Antrag auf Drucksache 19-1903 mit dem Betreff Berliner Digitalisierung stärken, Gedankenstrich Projektmittel für die CDO, abstimmen lassen. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, der kann das jetzt durch Handaufzeigen signalisieren. Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Gibt es Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der Koalition und der AfD und Enthaltungen. Die Fraktion Die Linke enthält sich. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Ich darf fragen, ob wir die Besprechungspunkte zu 3a und 3b damit abschließen können oder ob sie vertagt werden sollen. Ich sehe keinen Widerspruch dazu, dass wir diesen Antrag, diese Besprechungspunkte dann abschließen und rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Auch der gliedert sich in mehrere Unterpunkte, nämlich in Tagesordnungspunkt 4a. Der ist mit dem Betreff Bericht zum Sachstand des Aufbaus einer Low-Code-Plattform, eingereicht von der Fraktion CDU und SPD, ebenso ein Besprechungspunkt wie der Besprechungspunkt auf Antrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Betreff Stand der Umsetzung und Perspektiven für den Einsatz von Low-Code in Berlin. Darf ich fragen, die einreichenden Fraktionen, ob begründet werden soll? Der Wunsch besteht. Herr Lehmann, dann haben Sie das Wort, bitte. Ja, auch nur ganz kurz und schönen Dank, dass Sie die Überschriften noch mal vorgelesen hatten. Da fand ich die von der COA schon prägnanter, weil ja auch die Staatssekretärin für Digitales im Juli einen Brief geschickt hatte, wo eben drin stand, dass im Ergebnis dieses Jahres eine Auswahl der Plattform erfolgen soll und ein Konzept für die Bereitstellung durch das ITDZ dann vorliegen sollte. Das ist ein relativ kleiner, aber sehr nützlicher Baustein, der diese Low-Code-Geschichten ersetzen, visuell praktisch die Makros, die Excel hat zum Beispiel und sowas, die eigentlich mehr Gefahren hervorrufen. Insofern können wir das nur unterstützen und wir wollten jetzt mal nachfragen, wie es denn mit den angesprochenen Ideen zur Plattformauswahl und zum Konzept steht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Lehmann. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Ziller, bitte. Ja, vielen Dank. Und ich will gar nicht um den schöneren Titel streiten, aber ich will Ihnen gerne die Bedeutung des Tops erklären, weil das scheint mir in der SPD-Fraktion noch nicht angekommen zu sein. Die Low-Code-Plattform ist die Hoffnung, sag ich mal, in der Senatskanzlei wegzukommen von dem, was wir beim ITDZ als Legacy oder diese ganzen Altlasten gesehen haben, die ganzen Verfahren, die die IT-Sicherheit des Landes gefährden, die verhindern, dass wir sozusagen Software auf dem höchsten Sicherheitsstandard fahren können und sie verhindert, dass wir die Migration in Richtung One IT hinkriegen. Insofern ist die Erwartung und die Hoffnung, dass wir mit der Low-Code-Plattform die Basis bauen, dass wir dann in der Zeit danach sozusagen diese Kleinstverfahren alle ablösen können, um dann irgendwann zu einer Standardisierung von IT zu kommen, entscheidend für die IT-Sicherheit des Landes. Insofern wollen wir da gern wissen, wie es weitergeht. Die Low-Code-Plattform soll ja auch sozusagen Basis für die IT-Bestands- und Planungsübersicht sein. Ich weiß, dass es in anderen Verwaltungen auch Überlegungen gibt und die dringend auf den Basisdienst warten. Und insofern die Frage, wann kommt er denn? Vielen Dank, Herr Ziller. Dann darf ich fragen, ob es eine einleitende Stellungnahme des Senats geben soll, was ich vermuten würde. Dann bitte schön, Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und auch für das Aufsetzen dieses Tagesordnungspunktes. In der Tat stimme ich Herrn Ziller in vollem Umfang zu, wie dringend wir die Low-Code, einen Basisdienst-Low-Code-Plattform brauchen. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir an der Stelle jetzt tatsächlich, nachdem das ja, glaube ich, schon relativ lange auch läuft, signifikant vorankommen und in Q1 2025 eine erste Low-Code-Plattform anbieten können werden nach aktuellem Stand. Die zweite folgt vermutlich dann 2026. Dann wollen wir hinterher evaluieren und schauen, ob wir mehr brauchen. Und in der Tat ist es auch vollkommen richtig, dass wir dringend im Land Berlin die ganzen Kleinstverfahren, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten allenorts eingeschlichen haben und noch vielfältigerweise betrieben werden, auch ablösen müssen. Und dass uns da entsprechende Low-Code-Plattform sicherlich sehr unterstützen könnte. Auch das Thema ITB-PLA ist ja auch zu Recht angesprochen worden, dass die ITB-PLA eine Low-Code-Plattform erstellt werden soll. Und zu allem weiteren Details, falls noch mehr einleitende Worte gewünscht sind, könnte Herr Schutzkus gern vortragen, ansonsten gern nachfragen. Also mir liegen jetzt keine Wortmeldungen vor. Insofern, Herr Schutzkus, wenn Sie etwas ergänzen möchten, würde ich Ihnen direkt das Wort geben. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnetinnen und Abgeordnete, in der Tat habe ich eigentlich nichts zu ergänzen. Also Frau Clemens hat es wunderbar ausgeführt. Dankeschön. Vielen Dank. Dann haben wir jetzt doch eine Wortmeldung, Herr Ziller, bitte. Naja, also es gibt viele Fragen. Ich fange mal mit der spannendsten an. Mich erreicht die Nachricht, dass der Basisdienst Low-Code gerade in Richtung Verwaltung um ein halbes Jahr verschoben wurde. Stimmt das? Gibt es da Verzögerungen, die eher in Richtung sozusagen zweites Halbjahr führen für die Anwendung in den Senatsverwaltungen? Und die Frage sozusagen auch zur Umsetzung, wie ist das Geschäftsmodell, also wie funktioniert das, wer finanziert eigentlich bei diesem Basisdienst was planen die Verwaltung gegebenenfalls für nächstes Jahr an, oder was müssen sie einplanen, um den zu nutzen, um das dann auch zu finanzieren, weil wenn Q1 tatsächlich stimmen würde, könnten die Fachverwaltung ja irgendwie im nächsten Jahr das nutzen, aber wissen die, was sie dafür bezahlen müssen, wo ist dann die Grenze zwischen sozusagen Basisdienst und dem, was die Fachverwaltung machen, gibt es da inzwischen schon Handreichungen, sind die vorbereitet? Dann die Frage, es gibt ja mehrere, meines Erachtens mindestens zwei Basisdienste oder zwei verschiedene technische Lösungen. Gibt es da schon für die Verwaltung Spezifikationen, welche sich für welche Anwendung besser eignet? Wir haben ja dann angesichts der Kleinstverfahren auch gelernt, dass es Ablösevereinbarung gab, wo Senatsverwaltung gesagt hat, ich habe dieses Kleinstverfahren und sozusagen darf es weiter benutzen, verpflichte mich dafür, das abzulösen. Gibt es da eine Übersicht, welche dieser Ablösungen mit welchem Basisdienst funktioniert und ist das mit entsprechenden Zeitplänen hinterlegt? Also gerade wenn man, wie eingangs gesagt, sozusagen die Bedeutung auch für die IT-Sicherheit ernst nimmt, dann glaube ich, wäre es spannend, wenn Sie hier mit dem Digitalausschuss noch die ein oder andere Information teilen würden. Vielen Dank, Herr Ziller. Dann hat sich gemeldet Herr Schatz. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also zwei Fragen nochmal daraus. Ich habe ja jetzt gelernt, also soll im ersten Quartal nächsten Jahres irgendwie eine Plattform starten und dann 26 eine zweite. Aber konkret jetzt würde uns interessieren, welche weiteren Verfahren sollen denn mithilfe dieser Plattform digitalisiert werden, jetzt konkret? Und vor allen Dingen sind dann die Programme oder das, was dann damit entwickelt wird, sind die vom Betrieb der Plattform abhängig? Oder kommt da sozusagen ausführbarer Code raus, der unabhängig von der Plattform funktioniert? Vielen Dank. Wer möchte antworten? Herr Schutzguss, ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus. Ich habe gerade noch mal die Buchstabenfolge mir angeschaut. Ist nicht ganz einfach. Wunderbar, Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Ziller und Herr Schatz. Ich muss gestehen, zum Thema Finanzierung sind wir noch nicht final durch. Also im Idealen würden wir die Finanzierung komplett übernehmen. Das heißt nicht nur für den Basisdienst als technische Infrastruktur, den Aufbau und den Betrieb, sondern dann auch für die Lizenzen, die man benötigt, um diese Plattform zu nutzen. Ich muss gestehen, da sind wir noch nicht final durch. Einfacher und angenehmer für alle Beteiligten wäre die zentrale Finanzierung. Hat aber den Nachteil, es gehört wahrscheinlich zum Bereich verfahrensabhängige IKT, das heißt, wäre formal nicht im Einzelplan 25 enthalten. Da müssen wir halt mal schauen, wie wir das machen können. Dann war gefragt nach den Plattformen, also konkret haben wir jetzt zwei Plattformen im Auge. Die eine Plattform ist Intrex, mit der das Land Berlin schon recht weitreichend Erfahrungen gesammelt hat. Das heißt, das ITZ hat auch schon parallel begonnen, diesen Service aufzubauen. Und wir werden jetzt den Basisdienst voraussichtlich im ersten Quartal nächsten Jahres dann mit Intrex beginnen und starten können. Hat den Vorteil, dass die Erfahrungen, die gemacht wurden, natürlich auch nachgenutzt werden können. Auch, dass diese ganzen Betriebe in den einzelnen Häusern hoffentlich konsolidiert und zusammengefasst werden können. Also auch da wieder ein Thema Sicherheit und wahrscheinlich auch Ressourceneinsparung, wenn es dann halt an einer Stelle zentral stattfindet. Pardon, jetzt habe ich die dritte Frage von Herrn Ziller. Sie hatten noch eine Frage. Gut, vielleicht nochmal nach. Entschuldigung. Ich kann meine Notiz nicht lesen. Ja, Entschuldigung. Genau, diese Sammelabweichungsablösungsvereinbarung, die wir mal begonnen haben, ich glaube 2022. Ich glaube, Herr Peters hatte schon mal hierfür berichtet, die haben sich nicht bewahrheitet. Also es wurde mit den meisten Senatsverwaltungen so eine Vereinbarung geschlossen, leider nicht mit allen. Und ein bisschen ernüchternd für uns war, dass diese Vereinbarungen dann auch teilweise nicht eingehalten wurden. Also es wurde versprochen, es wird abgelöst, es ist aber nicht erfolgt. Das heißt, auch da wäre es natürlich schön, wenn jetzt mithilfe der Locode-Plattform das dann vorangetrieben werden kann. Auch das, muss ich gestehen, sind halt Argumente, die immer wieder kommen. Naja, ihr habt zwar was verboten, aber ihr habt noch keine Lösung hingestellt. Man kann natürlich argumentieren, das Verbot gilt erst einmal und die Lösung muss dann später kommen. Aber wir haben jetzt leider keine Übersicht in dem Sinne, naja, da sind halt 1.000 oder 2.000 Verfahren und so viel Prozent können mit der einen Plattform abgelöst werden oder mit der anderen. Das haben wir leider nicht vorrätig. Demzufolge gibt es auch keine konkreten Zeitpläne, dass man sagt, ja, bis zum Jahre 2027 als Beispiel werden alle Kleinstverfahren abgelöst. Auch da der Hinweis, dass auch diese Verfahren, auch die Kleinstverfahren natürlich in der jeweiligen Verantwortung der politikfeldverantwortlichen Senatsverwaltung liegen und wir keinen direkten Einfluss haben, außer unterstützend tätig zu werden und Verbote, die wir aber schon vor längerem ausgesprochen haben. Wie gesagt, Intrex, erste Quartal nächsten Jahres voraussichtlich. Das Halbjahr Verzögerung, von dem gerade die Rede war, Herr Ziller, ist genau die zweite Plattform, von der wir davon ausgegangen sind, dass sie ein halbes Jahr später kommen könnte, nämlich im Q3 25. Und jetzt gemäß aktuellen Abstimmungen mit dem ITZ jetzt rauskam, nee, das Jahr hat für das ITZ noch nicht begonnen, sondern sie werden erst dann beginnen können, wenn Intrex da ist und davon ausgehend dann ein Jahr. Das heißt, also diese halbe Jahr Differenz ist basierend auf Missverständnissen oder fehlenden Verträgen und eben ja, dem Umstand, dass eben das ITZ noch nicht, wie vermutet, begonnen hat. Deswegen also die zweite Plattform erst in einem Jahr statt, wie gedacht in Q3 25. Dann Herr Schatz, Sie hatten ja gefragt nach der Abhängigkeit von den Plattformen. Also sprich, es ist je nach Plattform unterschiedlich. Also bei Intrex ist es genau so, wie Sie vermutet haben. Um die Anwendung, die gebaut wurde, zu betreiben, brauche ich dann die Intrex-Plattform. Das heißt, die sind fest miteinander verwoben und ohne Intrex kann ich das Verfahren dann auch nicht betreiben.
deswegen ein Stück weit eine Abhängigkeit. Das ist aber auch genau der Punkt, warum wir gesagt haben, wir wollen ja mehrere Plattformen an den Start bringen. Und die zweite Plattform wird OutSystems sein. Das ist eine Plattform, die eher die Verfahrensentwicklung im Blick hat, also weniger so Workflows und Automatisierung, Unterstützung von Workflows, sondern mehr das Bauen von konkreten oder ganzen Fachanwendungen. OutSystems ist so, dass sie dort mit der Low-Code-Plattform dann Quellcode generieren, also zum Beispiel Java oder .NET-Code, und den entsprechend auf einen Applikationsserver bereitstellen und dann unabhängig von der Low-Code-Plattform betreiben können. Das heißt, der Betrieb ist unabhängig, die Weiterentwicklung theoretisch auch. Also sie haben Quellcode, den sie theoretisch mit Bordmitteln weiterentwickeln können. Ob der dann so gut lesbar und verständlich ist, dass man sagt, ja klar, da fange ich einfach an und entwickle weiter, wäre ich skeptisch. Also je nachdem, wie technisch das formuliert ist, ist man dann doch lieber besser dran, wenn man die Plattform wieder weiter benutzt zur Weiterentwicklung. Aber dadurch, dass es ja, wie gesagt, Java und .NET ist, ist es natürlich auch relativ leicht möglich, einzelne Module, einzelne Microservices oder Ähnliches dazu anzubinden. Also zu sagen, die entwickle ich außerhalb der Plattform und die habe ich sie und ich muss die in Anführungszeichen nur noch verknüpfen. Das ist natürlich mit den Plattformen relativ einfach. Ich glaube, das waren die Fragen. Soweit dazu erstmal. Vielen Dank. Dann habe ich noch ein, zwei Fragen, wobei Sie einen Teil davon schon beantwortet haben. Ich hätte nämlich darauf abstellen wollen, was genau ist der Unterschied zwischen diesen beiden Plattformen. So wie ich sie jetzt verstanden habe von der technischen Seite, hat das eine sozusagen, also Intrex, den Charakter eines Interpreters und die andere Plattform ist dann eher ein Compiler. Ich mache es mal sozusagen wirklich sehr, sehr einfach. Und in der Funktionalität für die Verwaltung, also nutzerseitig, wo sind da die Unterschiede? Vielleicht können Sie das in ein paar Stichworten noch mal darstellen. Und jetzt hat sich noch gemeldet der Kollege Ziller, bitte. Also das Erste ist, gibt es denn vom Senat Planung, wie man mit diesem Verhalten angesichts der Ablösung der Kleinstverfahren, die IT-Sicherheit gefährden, umgeht? Wenn jetzt die Erkenntnis gab, mit manchen gar keine Ablösevereinbarung, mit manchen welche, die nicht eingehalten werden, und wir sind uns einig, dass das schon ein Einfallstor für IT-Sicherheit ist und Probleme macht mit der Standardisierung. Was passiert da konkret nächstes Jahr, um dem vielleicht auch nicht alles zu lösen? Ich will gar keine hohen Erwartungen haben, aber kann es nächstes Jahr Fortschritte geben? Das zweite Frage zu Intrex, wenn jetzt das Finanzierungsmodell nicht klar ist und wir alle gerade eine schwere Haushaltslage haben, haben wir ja gerade besprochen. Was ist die Erwartung der Senatskanzlei, dass ohne eine geklärte Finanzierung für den Fall, dass rauskäme, es wird nicht zentral aus dem 25er finanziert, in dem Teile der Luft zumindest abgelassen wurden, welches Haus dafür Vorsorge trifft oder welche Senatsverwaltung trifft Vorsorge, dass da nächstes Jahr was passiert? Also konkret, wird es nächstes Jahr außerhalb der Senatskanzlei irgendwelche Umsetzungen mit Intrex geben und welche Vorsorge müsste man gegebenenfalls bis zum 19.12., bis zum Haushaltsbeschluss noch treffen, wenn man das wollen würde? Und zur Frage, zu der Verschiebung mit OutSystems, das sozusagen gibt es da. Also kann man mit dem ITDZ noch reden? Hilft da noch Geld, dass die das schneller machen? Weil zumindest habe ich das Gefühl, dass es Senatsverwaltung gibt, die auch angesichts der Kürzung da jetzt sehr viel Hoffnung stecken, wenn man zum Beispiel das Sozialhilfeportal komplett aus der Finanzierung packt und die Digitalisierung von Sozialleistungen jetzt sein lässt. Und dann wäre vielleicht eines der Systeme eine Hoffnung, aber wenn sich das jetzt immer weiter nach hinten verschiebt, ist das auch sozusagen eher eine Luftnummer, als dass da konkret was passieren kann. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo man dann das Ping-Pong zwischen der Zentralen, den Basisdienstleistungen, die man braucht, und der Fachverwaltung hat. Und wer fällt runter? Die Menschen, die die digitalen Dienstleistungen des Landes irgendwann mal nutzen wollen. Und das wäre tragisch. Insofern die Frage, lässt sich an dem Q1-26 da wenigstens noch was vorziehen? Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann würde ich vorschlagen, machen wir noch eine Antwortrunde. Frau Clement, bitte. Würde ich nur kurz einleitend was sagen, bevor ich zu den Fragen des Vorsitzenden, insbesondere Herrn Schutzkus, bitten würde. Abgeordneter Ziller, für zwei der Probleme, die Sie angesprochen haben, wäre ein zentrales Digitalbudget die Lösung. Ist aber tatsächlich so. Zum einen für die Frage, wie sozusagen stellen wir sicher, dass nicht dezentral die Digitalisierungsmittel gestrichen werden oder halt lieber das Geld anderswo ausgegeben wird. Und auch für die Frage, wie stellen wir sicher, dass die Kleinstverfahren dann auch mal irgendwann tatsächlich abgelöst werden, ließe sich natürlich mit einem zentralen Digitalhaushalt auch besser lösen. Und zu der zweiten Frage, die Sie gestellt hatten, bis die Low-Code-Plattform an den Start geht,
muss natürlich die Finanzierungsfrage geklärt sein, und die wird bis dahin auch geklärt sein, damit dann die einzelnen Verwaltungen natürlich entscheiden können, ob sie das nutzen, beziehungsweise auch wissen, unter welchen Rahmenbedingungen sie das nutzen, sprich, ob wir das zentral aus dem Einzelplan 25 bezahlen können oder eben nicht. Und für den detaillierten Fragen noch gerne noch Herr Schutzkus mit Einverständnis des Vorsitzenden zu seinen eigenen Fragen. Sehr gerne, vielen Dank, Herr Schutzkus. Ja, danke schön. Genau, Sie hatten nach den Unterschieden von den Plattformen gefragt. Es gibt verschiedene Sichtweisen. Also es gibt ja auch, sagen wir mal, Low-Code und No-Code. Also wo man bei No-Code davon ausgeht, dass man gar nichts programmieren kann oder muss. Dass man einfach sagt, man kann es mit Drag und Drop, Klick und Sonstiges halt wirklich bauen. Ist bei Low-Code schon die Sicht, dass man schon noch ein bisschen was programmiert, sprich auch ein bisschen Programmierkenntnisse haben könnte und sollte. Der generelle Unterschied zwischen den beiden Plattformen Intrex und OutSystems ist der, wir haben uns ein bisschen orientiert auch an der interföderalen Ausschreibung des Bundes, da sind wir ja mit als Nutznießer dabei. Also OutSystems ist in dem ersten los, nämlich die verfahrensorientierten Plattformen. Das heißt also, das Ziel ist, ein Verfahren zu bauen, und das kann ich mit einer Low-Code-Plattform wie OutSystems machen. Relativ generisch, also so, als würde ich eine simple Programmiersprache benutzen. Bei der anderen Art von Plattform geht es eher darum, Workflows zu unterstützen und Formulare zu bauen. Je nachdem, welche Plattform man hat, ist der Fokus mehr auf den Formularen oder mehr auf den Workflows. In der Regel nähern die sich aber. Das heißt, alle Plattformen mehr oder weniger haben die gleichen Konzepte. Und dort ist natürlich die Idee, dass man weniger programmieren muss, vielleicht aber auch weniger programmieren kann. Das heißt, man ist schon eher angewiesen auf das, was die jeweiligen Plattformen kann und hat. Und das ist eben auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen einen Basisdienst einführen, der mehrere Plattformen nutzt. Generell erwarten wir, dass wir mit Intrex eher eine Plattform haben, die vermutlich leichter zu bedienen ist und leichter auch durch sogenannte Citizen Developer genutzt werden kann. Also im Sinne von jemand, der sich für Technik interessiert, technikaffin ist, auch sagt, oh, das mache ich mal selbst. So sind wir auch gestartet mit der ETB-PLA, die Herr Zeller auch vorhin angesprochen hatte. Ich muss aber gestehen, ich bin da so langsam ein bisschen skeptischer. Also wenn ich mir die Plattform heutzutage im Detail anschaue, dann halte ich es nicht mehr für so einfach, wirklich, dass sich jemand aus seiner Fachlichkeit heraus begibt und sagt, ich mache jetzt mal kurz ein Programm. Also so wie man das mit Excel mal denkt, ja, ich mache ein Excel-Sheet, das kann sicherlich noch, können die meisten sicherlich in der Verwaltung. Bei den Low-Code-Plattformen ist zumindest eine Grundfunktionalität oder eine Grundschulung sicherlich erforderlich. Die gute Nachricht ist, die gibt es auch. Also es gibt für Intrex als Beispiel, gibt es Schulungskonzepte, es gibt auch Schulungsmaterialien, es gibt auch eine Selbstlearning, Online-Materialien, Videos, die ich nehmen kann mit über 200 Stunden. Da sind wir an der Überlegung, die halt auch einzuführen und dann eben auch zur Verfügung zu stellen. Also ja, kostet Geld, aber ich glaube, das Geld ist dann gut angebracht, damit eben die Leute, die was bauen, nicht im Nebel stochern, sondern dann schon wissen, was sie bauen. Also mit Intrex gehe ich davon aus, dass dort eher mal jemand selbst was bauen wird. Wir haben es im Land Berlin auch schon zahlreich gesehen. Es gibt, weiß nicht, 20 oder mehr Verfahren, also Utility-Tools, die schon benutzt werden im Land. Eine Zeiterfassung, eine Urlaubsanmeldung, eine Raumbuchung etc., die wir eben auch dann auf einer Plattform zentral bereitstellen wollen. Das heißt, das, was jetzt momentan eher so aus einer Community irgendwie gesammelt wird und zur Verfügung gestellt wird, das dann auch zu zentralisieren, also mindestens im Behördenportal und dann zu verweisen, übrigens, die Anwendung gibt es schon, die müsst ihr nicht nochmal neu entwickeln, und die dann zur Verfügung zu stellen, ob unter opencode.de oder einer anderen Plattform, das ist zumindest unser Ziel, um genau diese Doppelanwendung oder Doppelentwicklung, Mehrfachentwicklung zu reduzieren. Und auch da ist natürlich der Vorteil, wenn ich ein System sehe, was schon gebaut ist, dann kann ich auch daran lernen und sehen, wie kann ich etwas bauen und wie kann ich das ändern, um etwas anderes daraus zu kriegen. Das sehen wir den Vorteil, den klaren Vorteil von Intrex und ähnlichen Plattformen. Bei OutSystems muss ich gestehen, ich sehe dann dort eher wirklich die professionellen Entwickler. Und Herr Ziller, Sie hatten ja auch, glaube ich, den Askiva angesprochen mit Ihrem Sozialhilfeportal. Das ist so ein typischer Fall, wo ich sagen würde, da würde eher jetzt nicht ein Sachbearbeiter hinkommen und sagen, ich baue mal was, sondern man würde beauftragen und sagen, baut mal mit der Plattform, in der Hoffnung, dass es dann schneller und einfacher und kostengünstiger geht. Das heißt, auch da ist schon so, dass man auf fachliche Expertise angewiesen sein wird, voraussichtlich, aber dann die Entwicklung schneller und günstiger sein wird. Also das ist der Unterschied zwischen diesen zwei konkreten Plattformen. Und wenn man so möchte, die Ablösung von Kleinstverfahren, da würde ich vermuten, dass wir eher nochmal eine dritte Plattform brauchen, eine, die entweder sehr viel einfacher noch ist als die bisherigen Plattformen
oder aber sehr viel günstiger. Weil auch wenn ich Lizenzgebühren im Auge habe, wenn ich dann Tausende oder wie viel auch immer Kleinstverfahren ablösen will, dann wird es darauf basieren, dass es wenig kostet und einfach zu machen ist. Also da sind wir noch nicht konkret. Wir werden eben auch den Bedarf prüfen, 26, 27. Es könnte aber sein, dass dann eine Open-Source-Plattform der geeignete Kandidat wäre, aus Kostengründen, vorausgesetzt, die Plattform ist dann so einfach zu bieten, dass es in Anführungszeichen jeder einfach kann. Vielleicht noch ein bisschen Blick in die Zukunft. Wir planen oder sind jetzt in Abstimmung mit der VAK auch zum Thema Schulungen. Das heißt, wir entwickeln gemeinsam ein Schulungskonzept, genau mit dem Ziel, dass dann Kolleginnen und Kollegen, die Intrex zum Beispiel nutzen, also die erste Plattform wird Intrex sein, die ersten Schulungen werden sich auf Intrex fokussieren, die dann auch an die Hand genommen werden mit verschiedenen Formaten. Das sind formale Dinge, wo, ich sag mal jetzt, Interessierte abgeholt werden. Was kann No-Code? Bis zu den technikaffinen, vielleicht auch Verfahrensverantwortlichen oder IT-Mitarbeitern, die sagen, na, wie mache ich es konkret mit der Plattform? Also was kann ich da wirklich mitnehmen, um dann richtig loslegen zu können? Das planen wir gerade mit der VAK. Und ansonsten haben wir auch so ein paar informelle Formate. Also als Beispiel zum Beispiel, wir haben Doku-Thema, der gerade in der letzten Woche stattgefunden hat, mit dem mittlerweile neunte Auflage. Den planen wir momentan oder führen wir momentan fünfmal im Jahr durch, wo Interessierte aus der Verwaltung kommen, sich auch zusammentreffen mit Beratern, mit Low-Code-Anbietern und auch unterschiedlichen Themen anbieten. Auch Fraunhofer Fokus war mal dort. Also der Themenamt in Kürze ist halt also mit unterschiedlichen Partnern an unterschiedlichen Standorten, mit unterschiedlichen Themen und wo wir einfach so ein Stück weit die Community voranbringen wollen und eben auch dort den Austausch voranbringen und befeuern wollen. Also Schulungen und Community-Bildung als im Blick in die Zukunft fürs nächste Jahr. Und zu der Frage, ob jetzt die Verzögerung der zweiten Plattform OutSystems mit Geld und lieben Worten sozusagen beschleunigt werden kann, ich wäre skeptisch. Also es ist wie immer ein Ressourcenproblem und auch beim ITDZ Berlin ist es ein Ressourcenproblem. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir es wirklich durch Geld alleine beheben könnten, sondern dann müssen wir noch Ressourcen klonen. Und da bin ich ja skeptisch. Vielen Dank. Jetzt habe ich eine Meldung von Herrn Ziller gesehen. Die war so ein bisschen zaghaft, aber Sie wollen. Sehr gut, dann haben Sie das Wort. Ja, mich interessiert tatsächlich dann eine abschließende Frage, aber auch vom Senat und von der CDO, wie denn die Lage mit den Kleinstverfahren jetzt eingeschätzt wird. Also ich kann das ungefähr bewerten, aber wenn ich zwischen den Zeilen lese, dann heißt es, man bereitet da 26, 27 nochmal einen nächsten Schritt vor, um denen was anzubieten. Und dann sind wir bei 27, 28 mit der Ablösung. Ist das, was die IT-Sicherheit angeht und auch den Rollout von Berlin PC, der Weg, den der Senat gehen will? Oder gibt es da noch Überlegungen, im nächsten Jahr noch was zu erfinden oder die Kleinstverfahren einfach zu verbieten und zu sagen, ihr müsst euch auf andere Produkte einlassen? Weil, also, es betrifft ja Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, die gerne auf Berlin-PC umsteigen wollen oder müssen, wie auch immer. Manche machen es freiwilliger als andere. Und dann gehen halt plötzlich drei Verfahren nicht mehr. Das ist ja die Realität, die in den nächsten Jahren in der Verwaltung ansteht. Und die Frage müssen Sie ja beantworten, wie wollen Sie damit umgehen? Da hätte ich gerne noch zumindest eine Orientierungsantwort. Können wir nächstes Jahr gerne nochmal im Detail vornehmen. Vielen Dank. Ich hätte auch noch eine kleine Frage, verspreche, das ist die letzte. Sie haben vorhin angesprochen, dass dort Code generiert wird, ist völlig klar, .NET unter anderem. Jetzt wissen wir, wenn man .NET machen will, dann braucht man .NET Framework und da gibt es ja durchaus auch das eine oder andere Datensicherheits- und Datenschutzthema. Gerade wenn man da die Pre-Releases aus dem MSDN nimmt und nicht sozusagen das, was offiziell zur Verfügung gestellt wird. Ich gehe mal einfach nur zur Sicherheit davon aus, dass Sie das im Blick haben und dass wir da keine Datensicherheits- und Datenschutzprobleme bekommen, oder? Wenn da, ich sag's mal, jeder mit dem Framework machen kann, was er möchte, weil der ist ja doch sehr mächtig. Entschuldigung, ja, ich habe eine Frage gestellt und wir wollen natürlich eine Antwort hören. Bitte schön, Frau Staatssekretärin Clement. Vielen Dank, dann würde ich mal die Frage von Herrn Ziller noch beantworten. Die sind ja schon verboten, die Kleinstverfahren. 2022. Nur weil Sie gesagt hatten, ob wir gedenken, die zu verbieten, die sind schon verboten und die waren auch schon vor meiner Zeit verboten. Natürlich müssen die dringend abgelöst werden. Wir begleiten ja auch oder unterstützen ja auch derzeit schon die anderen Verwaltungen zum Teil dabei, die Verfahren abzulösen. Also Schritt für Schritt kommen, bewegen wir uns in die richtige Richtung, aber die Schritte sind natürlich noch viel zu klein. Insofern wird es sicherlich noch eine Weile dauern.
So, und zur Frage des Vorsitzenden würde ich mit Einverständnis desselben an Herrn Schutz kurz übergeben. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, danke schön. Ich muss gestehen, ich habe mir zum Thema .NET und Sicherheit noch nicht konkrete Gedanken gemacht. Haben Sie mich ein bisschen überrascht. Auf jeden Fall ist es ja so, wir stellen eine Low-Code-Plattform zur Verfügung. Das wäre so, als wenn ich dann sagen, wir stellen eine Entwicklungsumgebung zur Verfügung. Und die Frage, welche Bibliotheken genutzt werden, welche Frameworks genutzt werden, etc., entscheidet natürlich jeder Entwickler, je nach Auftrag oder je nach Konstellation selbst. Und natürlich ist es so, dass für jedes Fachverfahren, was ich an den Start bringe, entsprechende Konzepte zu erbringen sind und auch dazu Zettel- und Datenschutzkonzept, Sicherheitskonzepte etc. Wir hoffen uns natürlich, dass es leichter wird, wenn wir sagen, wir haben erstmal die Plattform und beteiligen die und betrachten die und man muss dann nur noch das Delta dazu nochmal beschreiben und prüfen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Konzeptarbeit insgesamt erleichtert wird, wenn wir erstmal die Plattform zur Verfügung stellen. Ansonsten, das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, machen wir natürlich auch gewisse Vorgaben, also gewisse Governance-Themen werden wir angehen und haben wir im Blick. Vereinfacht gesprochen, wir wollen möglichst wenig Regeln aufgeben. Die Regeln, die wir aufgeben wollen, sind aber Punkt 1, alles, was gebaut wird, soll Open Source werden und veröffentlicht werden. Also im Sinne von, wenn es schon mal mit unserem Geld finanziert wird, dann soll es auch anderen zur Verfügung stehen und genutzt werden können. Das hatte ich vorhin so ein bisschen mit der Nachnutzung verwoben oder vergessen. Und die andere Regel ist, dass wir eben genau die neue Schatten-IT verhindern wollen. Wir wollen also nicht, dass wieder jeder ein kleines Verfahren ablöst durch die nächste Schatten-IT. Und in dem Sinne werden wir zusehen, dass wir die Digitalisierungsbeauftragten der Ressorts mit einbinden. Also konkret, wer darf die Plattform nutzen? Das werden wir nicht zentral vorgeben, sondern die Verantwortung auch gerne weitergeben. Ähnlich wie wir das mit anderen Tools auch schon getan haben, dass wir sagen, ihr habt es im Blick. Und der Digitalisierungsbeauftragte, der hat ja für sein Haus, für seine Politikfeld ja im Blick, was haben wir schon gebaut, was wird gebaut werden, was ist geplant und kann das dann eben auch zusammenführen im Sinne von, ja, wir brauchen es nicht viermal zu bauen, einmal würde reichen. Und der sollte natürlich auch mit, also nicht allein, aber mit einen Blick drauf haben, gibt es bestimmte Frameworks, die nicht genutzt werden dürfen oder gibt es bestimmte Bibliotheken, die nicht genutzt werden sollten. Das heißt, nach Ihren Hinweisen werde ich mich auch danach ein bisschen aufschlauen, was wir da vorgeben müssten vielleicht, aber im Prinzip wird durch Sicherheitskonzepte und Datenschutzkonzepte natürlich generell ein Blick drauf geworfen. Vielen Dank dafür. Weitere Wortmeldungen kann ich nicht erkennen. Dann darf ich fragen, ob wir diese beiden Besprechungspunkte abschließen können. Ich glaube, das ist umfassend besprochen und vielleicht rufen wir es ja dann nochmal auf, wenn es mit Low-Code Teil 2 hier in diesem Land an den Start geht. So, damit kämen wir zum Tagesordnungspunkt 5. Ein Antrag der Fraktion der CDU und Fraktion der SPD auf Drucksache 19/1994. Nach meiner Einschätzung, aber das ist nur meine persönliche Meinung, liegt dieser Antrag mit seinem Betreff ganz weit vorne im Ranking der schönsten Betreffs, die wir in diesem Haus jemals zu besprechen hatten. Er lautet nämlich Belehrung nach Paragraphen 42 und 43 IFSG, Klammer auf, Anführungsstriche, rote Karte, Anruf, Anführungsstriche, Klammer zu, digitalisieren. Wer möchte denn diesen Antrag begründen? Frau Kollegin Brauner, bitte. Vielen Dank für die kurze Geduld. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ja, der Titel ist durchaus schön. Das geht um die rote Karte und wir denken dabei nicht an Fußball, sondern an die Erstbelehrung nach dem Infektionsschutzgesetz. Dabei geht es, bei welchen Erkrankungen und Krankheitsbeschwerden der Umgang mit Lebensmitteln für Personal nicht möglich ist bzw. verboten ist, vorrangig in der Gastronomie. Aber es gibt natürlich auch weitere Bereiche, wo mit Lebensmitteln umgegangen wird und eine besondere Sensibilität zum Gesundheitsschutz erforderlich ist. Da möchten wir, dass diese Erstbelehrung digital durchgeführt werden kann zukünftig. Das ist ein Lehrfilm zu sehen und im Regelfall und danach fragen, die das erlernte Wissen einmal abtesten. Mit der E-Funktion des Personalausweises kann man sich wunderbar einloggen und authentifizieren, dass auch die richtige Person an der Schulung teilnimmt. Dann haben wir den weiteren Punkt, dass auch Unternehmen das besser und schneller und dass auch Unternehmen, gerade große Unternehmen, diese Erstbelehrung möglichst zukünftig selber durchführen können. Und das soll auch einmal geprüft werden. Das würde die Verwaltung entlasten und die Unternehmen natürlich auch, dass schnell und gut die Mitarbeiter geschult werden können. In dem Sinne unserer Antragsbegründung der Koalition. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.
Rauner, ich darf, bevor wir in die Debatte einsteigen, darauf hinweisen, dass wir mitberatend zuständig sind, weil in diesem Antrag Digitalisierung auftaucht. Federführend ist der Ausschuss für Gesundheit und Pflege. Und insofern ist auch dankenswerterweise seitens der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege Frau Dr. Herrmann, die Leiterin des Referats 1a Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Gesundheitsinformationssysteme und Statistikstelle, heute anwesend und steht uns für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, dass Sie da sind, Frau Dr. Herrmann. Und als Erster auf der Redeliste steht Herr Ziller. Bitte. Ja, vielen Dank für den Antrag. Und anders vielleicht als der Titel ist der Antrag durchaus sinnvoll, dass man Videovorführungen jetzt auch digital machen kann und dann nicht in einen speziellen Raum gehen muss, ist erstmal einleuchtend. Da, wenn man in grün geführte Bundesländer guckt, dann sieht man, was technisch möglich ist. Insofern kann ich Sie dann Ihnen nur gratulieren. Meine konkrete Frage wäre, also ob man da einen Antrag braucht oder sei mal dahingestellt, aber was ist denn die Planung der Senatsverwaltung? Was muss denn dafür noch getan werden? Muss noch ein Gesetz geändert werden oder können Sie das einfach so machen? Haben Sie für nächstes Jahr noch die entsprechenden Haushaltsmittel oder ist dieses Jahr schon vorbereitet? Das wäre meine Frage. Vielen Dank. Dann hat der Kollege Schatz das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der hat gar keine Fragen. Der will nur auf einen berühmten Berliner verweisen, der ja für uns alle bekannt gesagt hat, machen ist wie wollen, nur krasser. Insofern finden wir gut, wenn Sie das machen wollen. Ich würde trotzdem noch auf die Bemerkung hinweisen, die der Kollege Schulze auch in der Plenumsdebatte schon aufgeworfen hat. Problematisch ist aus unserer Sicht, dass die Identifikation faktisch nur für Menschen mit Online-Ausweis, also mit der Online-Funktion des Personalausweises funktioniert, wo wir wissen, dass erstens manche Berlinerinnen gar keinen Personalausweis haben, aus diversen Gründen, und trotzdem in der Gastronomie unterwegs sind und eine rote Karte brauchen. Die würden vielleicht gerne auch dieses Angebot nutzen, was ja eine Verwaltungsvereinfachung ist, die wir gut finden und unterstützen, wie schon gesagt. Und deshalb finden wir, sag ich mal, muss man da gucken, gibt es da andere Möglichkeiten? Soweit wir wissen, gibt es in Bremen ein anderes Verfahren, was die Identifikation ermöglicht und was eben tatsächlich den Personenkreis, der dieses Angebot nutzen könnte, erheblich erweitert. Also da würden wir gerne nochmal Sie zum Nachdenken ermutigen. Ansonsten finden wir das einen richtigen Schritt, der umgesetzt werden sollte. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster auf der Redeliste steht Herr Wallender. Bitte. Ja, vielen Dank. Ja, wir befinden uns ja hier im Ausschuss für Digitalisierung und Datenschutz und sind daher auch nur lediglich mitberatend. Daher möchte ich mich sozusagen auf die digitalpolitischen Aspekte beschränken und die inhaltlichen Fragen dann den Kollegen und Kollegen aus dem Gesundheitsausschuss überlassen. Ein zentraler Punkt ist ja, dass im Rahmen dieses Fachverfahrens personenbezogene Gesundheitsdaten verarbeitet werden. Diese zählen ja zu den besonders sensiblen Daten, insbesondere im Sinne von Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, weswegen natürlich eine sorgfältige Prüfung erforderlich ist. Und da wäre insofern natürlich meine Frage, insofern, ob diese Daten nur im laufenden Dialog abgefragt werden oder ob eine dauerhafte Speicherung geplant ist und ob es sich bei diesem Online-Fragedialog lediglich um eine Dialogfolge handelt, die am Ende mit einem ist okay oder ist nicht okay gespeichert wird oder ob dort detaillierte Antworten weitergeleitet werden und wie sollen die am Ende gespeichert werden, also wo vor allen Dingen, also auf den intern gesicherten Servern des LAGESO oder soll eine Zwischenspeicherung auf einem externen Server erfolgen, der vom Internet aus erreichbar ist? Letzteres müsste man dann doch kritisch betrachten, da es dann doch immer noch ein Restrisiko gibt, selbst obwohl Schutz vom ITDZ besteht. Unsere Position ist, dass wir diese Digitalisierung im Bereich der Rote Karte grundsätzlich begrüßen, da hier Effizienzsteigerungen möglich sind, aber natürlich müsste das Ganze natürlich datenschutzkonform erfolgen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt steht auf der Redeliste noch die Kollegin Brauner. Ich darf Sie mal fragen, wollen wir uns erst die Positionierung der Senatsverwaltung anhören oder wollen Sie direkt? Dann gerne haben Sie das Wort.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Es ist auch nur ein kurzer Satz, es ist eine direkte Erwiderung. Also natürlich sind auch andere Identifizierungsverfahren denkbar. Es muss nur halt sichergestellt werden, dass die Person, die vor dem PC sitzt, auch die Person ist, die nachher die rote Karte erhalten möchte. Also da sind andere Dinge technisch denkbar. Es muss, wie gesagt, nur sicher identifiziert werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann darf ich fragen, ob für den Senat das Wort gewünscht ist. Frau Dr. Herrmann war direkt gefragt. Ich schaue aber erst mal hier hin. Dann, Frau Dr. Herrmann, haben Sie das Wort, bitte. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, vielen Dank für die Möglichkeit, dieses Thema hier mal kurz darzustellen. Wir haben ja das Online-Zugangsgesetz schon seit geraumer Zeit und danach sind wir natürlich verpflichtet, OZG-Leistungen, die von anderen Bundesländern fürs Politikfeld Gesundheit ist Niedersachsen dafür zuständig, auch für das Land Berlin zu nutzen. Und wir hatten tatsächlich bereits Anfang 2023 die Lebensmittelpersonalberatung hier im Blick, weil wir dachten, wir probieren mal an einer OZG-Leistung mal was Kleines. Was Kleines deshalb, weil diese Beratung, diese Lebensmittelpersonalberatung von 3 Berliner Bezirken durchgeführt werden. Und man das Ganze dann auch gut erproben könnte. Zur Übersicht mal, jährlich werden ungefähr 60.000 Belehrungen zur Lebensmittelhygiene durchgeführt und entsprechende Zertifikate ausgestellt. Das heißt, eine gute Möglichkeit, hier auch zu digitalisieren, um die Ressourcen im ÖGD dann auch für Begehungen und Ähnliches frei zu haben. Wir haben, so wie es die Berliner Standards erfordern, natürlich begonnen mit einer Geschäftsprozessanalyse. Wir haben Organisationskonzepte aufgestellt und haben den eigentlichen Digitalisierungsbedarf erhoben. Da sind wir durch. Dann sind wir auf der Grundlage dieser gewonnenen Erkenntnisse und Anforderungen seit dem zweiten Quartal diesen Jahres dabei zu prüfen, ob diese OZG-Leistung, die von Niedersachsen angeboten wird, unsere Anforderungen, unsere Berliner Anforderungen in Sachen Fachlichkeit, Technik, hinsichtlich Finanzen und natürlich auch der rechtlichen und datenschutzrechtlichen Fragen, die Berliner Anforderungen erfüllen. Und wir stehen da vor einigen Herausforderungen. Das eine ist die Fachlichkeit. Da stehen wir vor der Herausforderung, dass die niedersächsische OZG-Lösung davon ausgeht, dass es ein Gesundheitsamt gibt, ein zentrales, wo das Ganze laufen kann. In Berlin sind es 3, das heißt, da muss noch mal nachentwickelt werden, wenn man so will. Da ist die Frage, wer macht das? Berlin, Niedersachsen. Dann haben die Anforderer in den Bezirken auch festgestellt, das ist nicht in Gänze ein digitaler Prozess, der Upload von prüfungsrelevanten Unterlagen durch die Gesundheitsämter oder die Lebensmittelpersonalberatungsstellen zum Beispiel kann nicht erfolgen. Es können keine Statistikmöglichkeiten erfolgen. Also das sind so ein paar fachliche Anforderungen, die die Berliner Kolleginnen und Kollegen gerne hätten, die aber dieser Online-Zugangsdienst nicht bietet. Viel größer ist für uns die technische Herausforderung. Und zwar fehlt bei diesem Online, bei dieser OZG-Dienstleistung die Anbindung an das E-Payment Berlin. Das ist nicht möglich. Das Land Berlin will ja umstellen auf IP-Bundesländer. Da ist uns aber keine Zeitschiene bekannt. Und was es
auch braucht, aber nicht gibt, ist die Standardschnittstelle X-Bezahldienste als Alternative zur Anbindung der Berlin-eigenen Bezahlkomponente. Da habe ich den Auskünften der Kollegen in der Senatskanzlei entnommen, dass das verpflichtend erst ab 2026 eingeführt wird. Das heißt, allein aufgrund dieser fehlenden technischen Möglichkeiten werden wir diese OZG-Leistung nicht vor 2026 einführen können. Und bis dahin haben wir genügend Zeit, die Fragen zum Betrieb, zur Datenspeicherung und so weiter, die Sie angesprochen haben, noch zu klären. Und mit diesen technischen, fehlenden technischen Komponenten hängt natürlich auch die Finanzierung zusammen. Der finanzielle Aufwand für diese OZG-Leistung unterteilt sich in drei Kategorien. Also wir müssen einmal die Anwendung des Dienstes entsprechend vorbereiten, organisatorisch vorbereiten, haben diese fachliche Analyse vornehmen müssen, die IT-Analyse, IT-Sicherheit und Datenschutz. Das wird uns in der Summe knapp eine halbe Million kosten und wir müssen diesen OZG-Dienst, diese Leistung auch einkaufen. Das wird einmalig für ein sogenanntes Anbindungspaket 22.000 Euro bedeuten und wir müssen berücksichtigen, dass wir dann, wenn wir die Leistung eingeführt haben, jährlich den Betrieb auch finanzieren müssen für die drei zuständigen Bezirke Mitte, Lichtenberg und Charlottenburg-Wilmersdorf. Und es sind nach heutiger Kenntnis rund 15.000 Euro jährlich. Das heißt, wenn wir diese Leistungen einkaufen, müssen wir ja richtigerweise auch die zukünftige Finanzierung darlegen. Und derzeit ist die Haushaltssituation, Sie hatten es diskutiert, schon etwas wackelig, sodass auch nicht ganz sicher ist, ob wir denn wirklich in den Folgejahren, wenn wir das Ganze dann fachlich-technisch einführen können, auch finanzieren können. Vielen Dank, Frau Dr. Herrmann. Mir liegt eine Wortmeldung von Herrn Ziller vor. Sie wollen bestimmt zur berühmten Berliner Ermöglichungskultur etwas sagen, oder? Nee, eigentlich fehlen mir dafür die Worte, aber danke, dass Sie sich die Mühe machen, diese ganzen einzelnen Hürden zu überwinden. Ich habe nur eine konkrete Frage, die können Sie ja bis 26 nochmal prüfen, auch im Zusammenhang mit der Aufgabenkritik, ob es bei so einer Aufgabe, die dann am Ende online geht, nicht klüger ist, von den drei Bezirken wegzukommen und das einmal zu machen. Und die Bezirke können ja dann über dieses Online-Dienst Veranstaltungen anbieten, wo sie mit den Bürgerinnen diesen Online-Dienst gemeinsam nutzen. Aber dann bräuchte man nicht drei Zuständigkeiten und teure Softwareentwicklung. Das war nur sozusagen der Gedanke, den ich zumindest mitgeben wollte, weil ja diese Aufgabenkritik auch gerade läuft. Aber ansonsten toi, 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 dass Sie da durchkommen und wir 26 diesen Online-Dienst dann auch in Berlin haben. Vielen Dank, Herr Ziller. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich gucke noch mal in die Runde. Dann können wir jetzt zur Abstimmung schreiten. Wer diesem Antrag auf Drucksache 19/1994 seine Zustimmung erteilen möchte, der möchte sich jetzt bitte melden. Das sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Bei Enthaltung der Linksfraktion. Ich darf mal fragen, zögerlich. Dann würde ich vorschlagen, wiederholen wir die Abstimmung nochmal. Wer diesem Antrag auf Drucksache 19/1994 seine Zustimmung geben möchte, der möchte das jetzt bitte aufzeigen. Das sind die Koalitionsfraktionen, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Bei Enthaltung der Linksfraktion ist dieser Antrag so einstimmig beschlossen. Vielen Dank. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6 mit dem schönen Titel Verschiedenes. Ich darf Sie fragen, ob es Verschiedenes oder Sonstiges gibt, was wir besprechen sollten.
Das kann ich nicht erkennen. Dann darf ich Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass wir vor Weihnachten noch eine Sitzung dieses Ausschusses haben, nämlich die 46. Sitzung am 16. Dezember um 14 Uhr hier in diesem Raum und auch digital in der ganzen Welt. Bevor ich die Sitzung schließe, darf ich wie gewohnt die Sprecherinnen und Sprecher bitten, sich nach Schluss der Tagesordnung hier einzufinden, um über die nächste Tagesordnung der kommenden Sitzung zu sprechen. Vielen Dank und einen guten Nachhauseweg.